Cookies, Comic-Cookies, lecker. Podcast zusammengefunden. Diesmal sind wir ein bisschen mehr Leute. Wir erhöhen mal ganz radikal die Frauenquote. Ich stelle trotzdem die Herren als erstes vor. Einmal ist der Breedstorm da. Sag mal hallo. Hallo. Sehr schön. Dann ist der Steffen da. Hallo. Sehr schön. Hört sich fast gleich an. Dann haben wir als Special Guest aus der Animex Manga Redaktion heute die Mo da. Hallo. Genau. Die wird auch ein bisschen von der Konichi berichten. Die war nämlich letzte Woche. Dann haben wir noch einen Special Guest da, der sich hoffentlich nicht bemerkbar macht. Einen Hund, die Zoe. Aber bisher schläft sie. Wenn es klackert, das ist der Hund. Und dann bin ich noch da, die Oni. Genau, vom letzten Mal. Und wie heißt der Comic-Podcast nochmal? Oh, frag mich. Comic-Oreos. Nein. Und auch Comic-Cookies. Ja, wir sind die Comic-Cookies. Ja. Dann hätten wir zur Einstimmung mal ein kleines Interview, was ich wieder mal mit dem Matthias geführt habe. Denn wir waren mal wieder im Kino. Fallen lassen! Sofort! Ja, hey, cool, Mann. Kein Problem, alles easy. Wer bist du? Star-Lord. Wer? Star-Lord, Mann. Legendärer Outlaw. Vergiss es. Die 5 haben wir auf Sender geschnappt. Nettes Vorstrafenregister. Drax, alias der Destroyer. Seit seine Frau und Familie umgebracht wurden, verwüstet er die ganze Galaxis auf der Suche nach Vergeltung. Gamora, Soldatin, Killerin, gesucht wegen unzähliger Morde. Rocket, gesucht wegen Raumschiffdiebstahls und Gefängnisausbruchs in über 50 Fällen. Was zum Teufel? Groot, seit kurzem unterwegs als Rockets persönliche Zimmerpflanze mit Fäusten. Peter Jason Quill, wird auch Star-Lord genannt. Von wem denn? Von sich selbst. Gesucht vor allem wegen einfacher Körperverletzung, Trinken in der Öffentlichkeit und Betrugs. Oh, tut mir leid. Ich wusste nicht, wie diese Maschine funktioniert. Hey, 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 das sind meine. Verdammt. Hey, nimm die Kopfhörer runter. Na los! Sie nennen sich selbst die Guardians of the Galaxy. Was für ein Haufen Arschlöcher. So, da sind wir wieder in der Nähe eines uns bekannten Kinos. Und wenn ich sage wir, meine ich mich und den Matthias. Ja, hallo, guten Abend. Also Stammhörer des Podcasts kennen diese Konstellation schon. Das heißt, die waren wieder in irgendeinem Marvel-Film. Genau, das letzte Mal waren wir in X-Men Zukunft ist 3D. Und heute waren wir in Wächter des 3D. Ja, Guardians of 3D. Steht zumindest auf der Karte. Also wird ja sicherlich wieder verlinkt an der Stelle. Und für alle, die mich jetzt nicht verstanden haben, es war natürlich die Guardians of the Galaxy. Ja, aber Sinistar in Frankfurt, das schafft es immer wieder, das so komisch zu drucken, dass dann irgendwas mit in 3D rauskommt. Also, ja. Was war das letzte Mal? X-Men? Was? Days of the 3D, oder? Nee. Ja, X-Men Zukunft ist 3D. Ach, ja, Zukunft ist 3D, genau, so rum war es, ja. Gut. Was können wir denn zum Film selber sagen, Matthias?
In den Film an sich bin ich mit entspannten Erwartungen gegangen, ja. Weil er jetzt ja nicht so der Mainstream-Comic ist, auch in den USA nicht. Film war gut, hat ein bisschen, wir lachen hier ein bisschen, weil uns die Passanten komisch angucken. Was haben die denn da für ein komisches Ding mit einem Afro drauf? Einer ohne Haare, einer mit normalen Haaren und ein Kleiner mit dem Afro. Der Kleine mit dem Afro. Ja. Dafür muss ich sagen, meiner war größer als deiner, ne? Ja, aber viel heiße Luft. Und wir reden jetzt vom Becher. Vom Cola-Becher. Vom Cola-Becher, ja. So, aber zurück zum Film. Also der Film hat relativ langsam gestartet. Da habe ich mir schon gedacht, aber Leute, nicht rausgehen vorher. Es wird dann später besser. Der Matthias kommt halt direkt mal von Anfang zu Ende. Der wichtigste Satz im Film, ich bin Groot. Das ist, so viel kann man spoilern, ja. Oder dann auch die Erkenntnis, wir sind Groot. Genau, wir sind Groot. Ja, die Handlung, wer sie nicht kennt, ganz kurz zusammengefasst. Der Erdling Peter Quill wurde im Jahr 1986 von Außerirdischen entführt und ist jetzt so eine Art Outlaw und gerät in einen interstellaren Krieg mit rein und versucht, nicht die Welt zu retten, sondern das Universum zu retten. Ja. Hatte ich die Entführungsszene am Anfang auch so ein bisschen erinnert an E.T.? Ja, etwas. Ja. Also so auch mit dem Zeitsetting würde das ja passen, so ziemlich, weil IT war 82, ne? Das sah schon ein bisschen so aus, auch so mit dem Nebel und so. Also so eine kleine Hommage war da schon versteckt, finde ich. Nicht nur an IT, ich würde auch sagen, an Unheimliche Begegnung der dritten Art. Habe ich nicht gesehen, deswegen. Okay, also für die Leute, die es gesehen haben, Unheimliche Begegnung der dritten Art. Oder generell. Für die IT gesehen haben. E.T. Oder Leute, die ähnliche Filme gesehen haben, ähnliche Filme. Nein, im Prinzip angelegt an die Entführung aus außerirdischen Filmen der 80er und der frühen 90er. Mhm. Ja. Und also man kann sich den Film auf jeden Fall angucken. Ja gut, es bleibt aber nicht nur bei Peter Quill, sondern... Du meinst, welche Charaktere da noch hinzukommen? Ja, so mal ganz grob umrissen. Also die Guardians of the Galaxy... oder die Wächter des 3D, wie der Sinister sagt, bestehen aus 5 Mitgliedern. Peter Quill, Star-Lord. Rocket Raccoon, ein redender Waschbär. Groot, ein Baum, der nur sagt, ich bin Groot. Gamora, eine außerirdische Kriegerin, wird übrigens gespielt von Zoe Saldana, die bald den ganzen Farbkasten durchhaben dürfte, weil in Avatar war... In Avatar war sie blau. Ihre natürliche Hautfarbe ist, wie sage ich das denn political correct, dunkel. Und jetzt ist sie maximal pigmentiert. Genau, maximal pigmentiert. Und jetzt ist sie grün. Und ja, wir gucken wieder Passanten blöd. Genau. Und dann kommt noch dazu Trucks der Zerstörer. Ja. Ja. Und ansonsten sind aus den Marvel-Filmen auch noch bekannt als Gegner Ronan der Ankläger. Und Thanos, den man ja schon in den After-Credits der Avengers gesehen hat. Und das Nova Corps kommt vor. Für Leute, die jetzt eher DC-lastig sind, das Marvel-Äquivalent zum Green Lantern Corps. Wobei das hier nicht so... Nur in Gelb. Okay, wobei das hier nur so ein bisschen angedeutet wird mit diesem Netz dann quasi, was er dann bildet. Ne? Okay, in den Comics, ja. In den Comics ist es eher so als die Marvel-Variante des Green Lantern Corps. Hier wird es jetzt nicht ganz so angedeutet. Und mehr kann man eigentlich nicht verraten, ohne etwas zu verraten. Ja. Es gibt noch etwas, was man verraten kann. Es ist ein Marvel-Film, sitzen bleiben, ganz am Ende kommt noch was. Genau. Steffen möchte dazu etwas sagen, glaube ich. Etwas sehr Überraschendes, also weil ich hab mich vorher extra nicht gespoilert, wie man das immer ja kann, wenn man schon, sobald man schon eine Woche zu spät ins Kino geht, kann man sich ja schon spoilern, was da jetzt die After-Credit-Szene ist. Habe ich diesmal der Versuchung widerlegen. Und es ist auch absolut ratsam, wenn man sich überhaupt nicht spoilern möchte. Also das ist wirklich eine tolle Überraschung. Und wenn das so kommt, dann, boah, da freue ich mich schon drauf. Ich habe mich vorher spoilern lassen, habe Steffen auch nur erzählt, dass es eine Szene gibt, habe aber nicht darüber mich geäußert, was es ist. Er wollte es auch nicht wissen. Und Leute, wenn ihr euch nicht spoilern lasst, ist es eigentlich sogar besser, weil ist man mehr überraschter.
Ich war natürlich jetzt auch nicht überrascht, sondern eher neugierig darauf, wie die mir schon bekannte Szene umgesetzt werden soll. Ja. Und so wie es aussah, also wenn das so kommen soll, boah, also dann, ja, das könnte was werden. Es sind halt die Spekulationen, wie es auch in Phase 1 bei den meisten After-Credit-Szenen gab, also Marvel Phase 1, die erste Phase der Marvel-Kinofilme, für jemanden, den das sonst nicht sagt, wo die Frage ist, ob es wieder auf einen möglichen weiteren Film hinausdeutet. Ja, was ja bei der ersten Phase konsequent der Fall war eigentlich. Ja, weil es wurden dann, Thor wurde durch so etwas angedeutet, Captain America wurde durch so etwas angedeutet. Und im Endeffekt wurden auch die Guardians durch den Auftritt von Thanos am Ende der Avengers schon eingeläutet. Wir können so viel verraten, es wird ein weiterer Marvel-Charakter angedeutet. Und ja, aber wir sagen natürlich jetzt nicht welcher. Nein. Also wer sich nicht spoilern lassen möchte, ja gut, je nachdem wann das hier erscheint, habt ihr eh alle den Film schon gesehen, ihr Marvel-Freaks. Und ja, von dem Sinne, ja, wisst ihr es dann schon, ja, aber es ist eine tolle Überraschung. Also mir hat es sehr gefallen. Und wer sich spoilern lassen will, auf Wiki oder irgendwo wird man das sicherlich nachlesen. Ja, jetzt. Ja, Matthias, der wird es am liebsten rausposaunen. Aber nein. Sobald das Mikro aus ist, darfst du nochmal ganz laut den Namen sagen. Ich bin dein Vater, Luke. Psst. Also ich soll nicht verraten, dass Wolverine stirbt und als Darth Vader wiedergeboren wird. Ruhe jetzt. Rät ja alle Pläne, Mensch. Okay. Also insgesamt das Fazit, so richtig Fahrt aufnimmt es dann erst im zweiten Teil, aber das dann umso deutlicher, muss ich mal sagen. Umso rasanter, ja. Also sehr gut am der Film, ja. Ja, ja. Gut. Ja, das große Geheimnis steht noch irgendwie in... Eins der großen Geheimnisse des Films steht noch so ein bisschen im Raum. Ich weiß gar nicht, ob das in den Comics jemals aufgeklärt wurde oder ob man da mehr weiß, aber selbst wenn es aufgeklärt wird, kann es sich ja immer wieder mal ändern. Also, ja, ich weiß es nicht. Ich kenne die Guardians of the Galaxy Comics leider nicht. Ich leider auch nicht so gut. Aber dazu würde ich jetzt auch nicht noch mehr verraten, weil es wäre auch wieder ein Spoiler. Ja, ich sage ja nur, das ist eins der großen Geheimnisse des Films. Also es bleibt noch was übrig und am Ende wird auch angekündigt, es soll wohl noch auf jeden Fall ein Wiedersehen zumindest mit den Guardians of the Galaxy geben. In welcher Form, ob das jetzt ein eigener Film wird oder was auch immer, kann spekuliert werden. 2017 soll, glaube ich, Guardians of the Galaxy 2 ins Kino kommen. Das ist ja, Matthias, war schon wieder mehr als ich. Ja, es wurde mittlerweile sogar schon ein Termin bestätigt von Marvel und Disney. Ja gut, die hatten auch ein ziemliches Brecherwochenende in den USA, ne? Das heißt, also die haben da ziemlich die Kassen gesprengt, oder? Das heißt, dann warten sie nicht lange mit der Nachricht auch, dass das garantiert so sein wird, dass da ein zweiter Film kommt. Der Film ist auch einer der besten Startwochenendenfilme in den USA gewesen. Mhm. Und in Deutschland, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt ja aufnehmen, läuft dann Deutschland eine Woche und ich glaube in den USA ist er drei Wochen vorher schon gestartet und hat natürlich bombastisch eingeschlagen und insofern ist wahrscheinlich deswegen auch einfach in den USA mittlerweile schon ein zweiter Starttermin, also für Film 2 veröffentlicht worden. Ob man das ursprünglich schon geplant hat, das wissen nur die großen Herren dort. So, und weil wir jetzt zum Film schon genug gesagt haben, machen wir jetzt mal noch was wir das letzte Mal nicht gemacht haben. Trailer im Vorfeld, ist dir da irgendwas speziell im Gedächtnis geblieben? Warte mal kurz, was war denn da alles? Was? war kein Trailer, stand aber im Kino. Es wird ab November einen 3D-Film der Pinguine aus Madagaskar geben. Stimmt. Ja, aber es war kein Trailer. Wir wollten ja Trailer noch besprechen. Was sind denn auch vier? Wie die Pinguine in Madagaskar? Die Teenage Mutant Ninja Turtles von Michael Bay. Ja. Vorschau an sich hat Spaß gemacht, aber die Turtles kommen, finde ich, sehen nicht so gut aus. Sie sehen irgendwie zu bullig, zu dick aus. Ich hab neulich noch andere Konzeptarts gesehen, da sahen die richtig aus wie Aliens. Also da ist das noch näher am Original, aber gut, ich will da halt auch nicht zu viel Negatives sagen, bevor ich nicht den Film gesehen habe, ja. Es gab auf jeden Fall eine interessante Kampfszene zwischen den Turtles, Shredder und Meister Splinter. Du meinst Transformer-Shredder?
Ja, er sieht ein bisschen. Ja, gut, es wird ja von Michael Bay. Vielleicht ist es in Wirklichkeit Optimus Prime. Ja. Also, sehr interessant. Ja, oder halt das böse Äquivalent. Wie heißt der gleich wieder von den Transformers? Ja, gut, okay. Egal. ja, also prinzipiell actionmäßig macht das Ding erstmal Laune, wobei ich da jetzt nicht viel von Ninja gesehen habe, also ganz ehrlich, weil Ninja ist ja eher ruhig und bedächtig. Das ist so ein Michael Bay-Film, zumindest im Trailer erstmal überhaupt nicht. Ja, müssen wir mal sehen, wie dann die... Nee, eher so wie Transformers, also laut und krach, aber muss man mal schauen. Liest du die Turtles-Comics hier von Panini? Nein. Nein, auch nicht. Okay. Ja, gut, dann müssen wir dann mal gucken, was da noch so ist in diesem Turtles-Film. Und was haben wir vorher? Haben wir noch was gesehen? Für den nächsten Tribute von Panem-Film, ja. Mockingbird Teil 1 und Maze Runner. Ja. Interessante Geschichte über irgendein Labyrinth. Ist auch eine Romanverfilmung, gibt es glaube ich auch als Comic. Ich meine sogar auch von Marvel, bin ich mir aber nicht sicher. Mhm. Und was war noch? Dieser Big Hero 6, aber das kannst du, glaube ich, besser beschreiben. Wieso ich? Nur weil es von Disney ist, jetzt fängst du auch schon an. Hier, Disney, das macht der Stoff. Ja, also Big Hero 6 hat auf Deutsch einen ganz komischen Titel, den ich mir noch nicht mal behalten habe, so schlimm war der. Irgendwas mit Roboter oder so. Irgendwie. Ja, irgendwas mit Schrappeldappel oder irgendwas. Ganz, ganz blöde was. Wortkombination. Fällt mir gerade nicht ein. Will ich jetzt auch gerade nicht nachgucken. Sieht aber auf jeden Fall sehr witzig aus. Also typisch Disney halt. Alles ein bisschen süß. Basiert aber auch auf dem Marvel-Comic wohl. Ne? Und ja, handelt halt von so einem Jungen, der da so eine Art künstliches Wesen, so eine Art Roboter hat, der aber im Grunde nur aufgeblasen ist und dann aber eine Rüstung bekommt, in dem Trailer jetzt zumindest. Und man sieht noch andere Charaktere, also sieht auch so aus wie Teambildung, so ein kleines Superhelden-Team, aber so ein Kids-Superhelden-Team mehr oder weniger, ne? Also so Kinder. Ja, weil es ist auch kein Realfilm, es ist ein animierter Film, soll er wohl auch in 3D rauskommen. Aber Big Hero 6, die Vorlage, schon mal gehört, also auch schon mal von der Family gehört, aber keine Ahnung, worum es da geht. Ja. Also ist jetzt auch etwas, was mir unbekannt wäre. Ja, aber so dann die erste Zusammenarbeit mit Disney und Marvel so, dass das eigentlich mehr Disney der Ausführende ist in dem Fall. Es arbeitet wahrscheinlich mehr auf einen Kinderfilm oder halt ganze Familienfilm hin. Ja. Also vielleicht sogar ohne Jugendfreigabe. Nee, umgedreht, vielleicht sogar ohne Altersbeschränkung freigegeben oder ab 6. Während die anderen Filme ja, auch wenn sie ab 12 sind, ja eigentlich eher für ein jugendliches oder erwachsenes Publikum gedacht sind. Ja. Ja. Und dann noch die Frage, welche Filme hast du so noch gesehen in letzter Zeit? Ich glaube, seitdem wir in X-Men waren, war ich gar nicht mehr im Kino. Okay. Ja, es lief ja auch in der Sommerpause nicht viel, weil WM war. Planet der Affen? Planet der Affen interessiert mich nicht. Okay. Ich wäre gerne gegangen mit Gang in a Million Ways to Die in the West, habe ich aber leider nicht geschafft. Mhm. Und was jetzt in den letzten beiden Wochen angelaufen ist, wo ich gerne noch rein möchte, ist Expendables 3 und Lucy. Ja, Lucy wird mich jetzt auch so in gewisser Maße reizen. Jetzt nicht nur wegen Scarlett Johansson, sondern eher wegen der Thematik, die da drin steckt. Aber was hast du noch gesagt? Expendables 3. Komme ich irgendwie gar nicht ran an die Geschichte. Ein Actionfilm mit den ganzen alten Actionhelden wie Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, dem in Anführungszeichen Neuling im Vergleich zu den alten Hasen, Jason Statham und Arnie und... Also der Gouvernator und... Ja, mit diesen ganzen Action-Stars konnte ich irgendwie in den 80ern schon nichts anfangen, aber wir hatten ja auch nichts früher. Das stimmt. Ja. Okay, ich glaube, das war es dann erstmal soweit, oder? Bester Film des Jahres, Captain America The Winter Soldier. Na gut. Immer noch dieser Meinung, ja. Ja, okay, immer noch ungeschlagen, auch jetzt nach dem Film. Auf jeden Fall. Also ja. Captain America würde ich immer noch auf Nummer 1 einordnen. Guardians und X-Men 2 oder 3, kann ich mir aber nicht entscheiden, welcher besser ist. Also setzen wir beide auf die 2.
Okay. Ja, super. Dankeschön. Gerne, das nächste Mal gerne wieder. Alles klar. Was haben wir denn als nächstes dann? So Turtles oder? Können wir machen, Turtles, ja. Oder kommt noch was von Marvel dieses Jahr? Nee, weil Marvel will ja nur circa nur zwei Filme im Jahr rausbringen, die haben wir ja schon. Das nächste von Marvel ist nächstes Jahr entweder Avengers 2 oder Ant-Man. Ich weiß nicht, welcher vorher startet. Okay, und dann hätten wir ja noch ein paar DC-Kracher, also was heißt ein paar, ein eigentlich, aber... Batman vs. Superman? Genau. Aber erst 2016, oder? Stimmt, ist der verspätet? Nein. Okay. Also, ich weiß es nicht mehr. Der startet 2016, sollte am selben Wochenende wie Captain America 3 starten und dann hat DC den Schwanz angezogen und ihn eine Woche später verschoben, weil sie Angst vor Captain America hatten. oder auch, weil sie sagen wollen, guck mal, ihr habt nur einen Helden. Wir haben mehrere. Ja. Ja, gut, den Schwanzvergleich, den machen wir dann, wenn es soweit ist. Ja. Und ja. Also dann würde ich sagen, Turtles eventuell dann das nächste Mal und dann gucken wir mal, ne? Kauabanga. Super Schlusswort. Also tschüss. Tschüss, Kauabanga. So, da sind wir dann wieder. Und können wir gleich mal in die Runde fragen, wie habt ihr denn den Film so erlebt? Die Damen zeigen sich gegenseitig. Ich war absolut begeistert von diesem Film. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die letzten paar Jahre nicht so häufig im Kino war. Lag vor allen Dingen daran, dass mein Mann ertaubt ist. Und es ist immer ein bisschen schwierig, hier in Deutschland tatsächlich Vorstellungen zu finden, die Untertitel haben oder Originalton, die zu vernünftigen Zeiten laufen. Es gibt einige Sachen, einige Kinos, die tatsächlich Originalton anbieten um 23.30 Uhr. Da kommst du nicht mehr nach Hause. Das ist halt so ein bisschen schwierig hier in der deutschen Kinolandschaft. Wir waren ohne Untertitel in diesem Film und haben meinen Mann mitgenommen. Und er hat alles verstanden. Das lag vor allen Dingen daran, dass einfach die Bildsprache dieses Films phänomenal ist. Mhm. Also alles in diesem Film macht einfach Sinn und es ist unheimlich gut erklärt. Im Prinzip ist es 1A Schule für Bildaufbau. Also man alles da drin, also sehr viele Sachen da drin sind einfach über Bild erzählt und die Dialoge sind auch noch gut. Aha. Genau. Ich habe auch mal geschaut, wer Regie geführt hat. Das war der James Gunn. Und eigentlich kenne ihn überhaupt nicht. Er hat nämlich, glaube ich, so Sachen wie Scooby-Doo gemacht. Oh, okay. Ja, und ja, der Schritt davon ist ja nicht so weit. Dawn of the Dead, aber da war er teilweise eigentlich macht er Screenplays und gar keine Regie. Das ist eigentlich sein erster großer Feature-Film, wo er tatsächlich Regie geführt hat. Er hat wohl bei Thor The Dark World noch eine Mid-Credit-Scene gemacht und alles andere, ja. Ja, ich war sehr überrascht, weil es ist einfach ein verdammt gut gedrehter Film. Und sowas hat man, also dieser Film macht einfach Spaß, ihn anzugucken. Und im Interview wurde gesagt, dass er am Anfang ein bisschen lahm ist. Das fand ich gar nicht. Also das Einstiegsszene war super, es hat gleich Spaß gemacht. Hat genau. Sich gefreut und die Musik, genau. Und Soundtrack, der Soundtrack ist fantastisch. Ja. Genau. Also es war einfach auch angenehme Musik aus den 80ern. Ja, 80er. Nicht so diese schreckliche, die man ständig wieder vorgedudelt bekommt, als das ist die 80er-Musik, sondern auch mal was Neues, Altes, was ich auch gut fand. Und ja. Generell auch die Schauspieler waren super ausgewählt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, gut, es gab zwei Stück, die komplett 3D erstellt wurden. Die haben sie auch ganz gut gemacht. Scooby-Doo und... Scooby-Doo, genau. Rocket Raccoon und Coot waren das. Ja. Es gibt ein sehr schönes Video, wie der Vin Diesel, der den Coot spricht, seine Szenen seinen einen Satz, den er hat, tausendmal aufnimmt. In verschiedenen Sprachen. In verschiedensten Sprachen. Hat er ihn auch in Deutsch gesagt? Nein. Hat er nicht in Deutsch gesagt. Er hat ihn selbst in Mandarin gesagt, aber er kriegt es nicht auf Deutsch und das fand ich sehr schade. Wer weiß, wie das dann geklungen hätte. Ich bin Groot. Er hat das schon sehr gut gemacht. Er hat ja Je suis Groot. Je m'appelle Groot. Das fand ich schon sehr süß. Ja. Ja. Die nächste Dame? Ich mochte den Film auch sehr. Es ist schön zu sehen, dass man Gefühle für einen Waschbär und einen Baum entwickeln kann. Und oh. Also
richtig gut gemacht. Auch die Charaktere sind einfach originell. Ich mochte auch, dass sie sich jeden dramatischen Moment machen sie im Prinzip kaputt. Denkst du, jetzt haben sie einen großen Bonding-Moment und dann sagen sie irgendwas und denkst du, oh Leute, und es ist richtig süß, richtig schön gemacht und einfach mal ein bisschen anders. Die Story selber ist nicht neu, aber die Charaktere sind einfach mal ein bisschen erfrischender und mal schön zu sehen und fand ich gut, hat mir gefallen. Ja, so, genau so fand ich es eigentlich auch. Also eine sehr rührselige Szene ganz am Anfang, so ein bisschen, ne? Und dann, aber dann nimmt es richtig Fahrt auf eigentlich. Also ja, die Charaktere werden eingeführt. Hat mir selbst beim zweiten Mal gucken nochmal Spaß gemacht. Ja, das heißt immer viel, wenn man sich den Film auch zweimal angucken möchte. Der scheint ja auch recht erfolgreich zu laufen. Mhm. Ne? Also es hört man von vielen, dass die den gesehen haben. Ja. Stellt sich natürlich wieder die alte Frage, was macht Marvel da richtig, was DC eigentlich bis jetzt nur bei Batman hingekriegt hat. Also es gibt immer noch keinen Wonder Woman-Movie. Ja. Es gibt keine gescheiten weiblichen Charaktere. Ja, und DC schafft es halt immer irgendwie wieder neu zu mischen, neu anzufangen. Das ist einfach lästig. Ja, das ist, sie schaffen es nicht, eine stringente Linie aufzubauen. Gut, das gab es bei Hulk ja auch, ne? Ja. Ja, aber da ist es halt doch übertrieben einfach. Mit Superman erstmal an den alten Film anzusetzen, mit Superman Returns, dann machen wir Man of Steel, lassen wir wieder in einem völlig anderen Universum spielen als das Dark Knight-Universum und dann machen sie nebenher nochmal so zusätzliche Stränge auf mit dieser neuen Gotham-Serie oder mit Arrow. Ja. Irgendwie findet alles nicht so richtig zusammen. Die trauen sich auch wenig, habe ich das Gefühl. Ja, die sind einfach sehr, also sie trauen sich sehr wenig und sie setzen einfach auf so Standardcharaktere, die nicht mehr so viel hergeben, wenn man es schon so oft erlebt hat. Und da kriegt man nichts Neues. Man sieht die ersten 10 Minuten und weiß, ah ja, das wird passieren. Warum soll ich jetzt nochmal 1,5 Stunden weiter gucken? Weil man kennt das Ende sowieso schon. Und es gibt auch keine Dialoge, wo es wert ist, oder keine guten Dialoge, wo man denkt, dafür möchte ich mir das jetzt weiter angucken. Oder einfach, gibt einfach nicht viel her. Ja. Also bei Guardians of the Galaxy wusste ich einfach, ich konnte nicht sofort erraten, wo es hingeht. Mhm. Auch vor allem dieser Einstieg, wo es einfach... Ich wusste gar nicht, dass der Film losgeht, ganz ehrlich. Mhm. Weil es war auch direkt aus der Werbung, ging es dann einfach in diese Szene mit dem, also weiß ich nicht, wie weit ich, also es geht direkt in diese Szene, die völlig weit ab von dem ist, was man von dem Film erwartet. Und dann ist es der Film und du bist schon mittendrin und du weißt überhaupt nicht, was das jetzt sein soll und plötzlich bist du im Weltraum. Und das war so schön gemacht, dass... Ja, das fesselt einen. Man möchte wissen, wie das sich jetzt entwickelt. Man ist vor allen Dingen am Charakter interessiert. Bei Batman oder, ja gut, Batman ist ja noch einer der etwas besseren DC-Franchise, aber ja, was, ja, Superman ist immer so ein bisschen schon wieder in derselben Klischee-Ecke. Und da ist es schwierig, was Neues zu machen. Ja. Sie haben sich ja auch immer in ihren Comics, immer nur dann, wenn sie Superman zerstören, schaffen sie es, was Neues oder was Spannendes aufzubauen. Mhm. Fand ich. Ja, wobei mit Man of Steel hat man ja schon versucht, ein bisschen eine andere Richtung einzuschlagen. Aber Man of Steel war noch nicht mal so gut beworben, dass ich es mir angeschaut hätte. Ja. Das ist das Problem. Wir haben das im Unikino gesehen. Da zahlt man 2 Euro und darf sich das in einem Hörsaal anschauen. Mm. Und wo ist das nochmal, die genaue Adresse bitte? Das ist in Ulm. Also macht das. Wir waren entsetzt. Den Film. Also die Dialoge klangen manchmal einfach wie Filmtitel von verschiedenen. Das war so Klischee und wir konnten es überhaupt nicht mit diesen Charakteren identifizieren, auch nicht mit ihnen mitfühlen. Wir haben sie angeguckt, so, boah, wann ist der zu Ende? Wir haben jetzt 2 Euro gezahlt, wir könnten doch wieder gehen. Aber wir sitzen jetzt bis zum bitteren Ende da, aber es war schon lang und zäh und hat mir überhaupt nichts gegeben, hat mich kein Stück begeistern können. Also, ja. Also halten wir fest, das Publikum hält sich eher daran, sich mit dem redenden Waschbären zu identifizieren, als mit dem Mann aus Stahl. Ja. Das war aber auch gut, weil, wie gesagt, wie schon mehrfach gesagt wurde, frische Charaktere, die man einfach noch nicht kennt, ja. Mhm. Und das ist dann doch mal wieder was anderes. Ich fand vor allen Dingen gut, dass sie wirklich das Franchise genommen haben, was nicht so gut läuft. Mhm. Also,
Oder was nicht so bekannt ist. Nicht so bekannt ist, genau. Ja, schon wieder einen X-Men-Film oder schon wieder einen Wolverine-Film, glaube ich, hätte ich nicht ertragen. Wobei das ja auch immer von unterschiedlichen Studios gehandhabt wird. Also dieses Frecher-Franchise kommt ja alles zusammen und Fantastic Four war von wem ganz anderen und Spider-Man war wieder von wem anderen. Und Spider-Man ist Sony, was war... Also Fantastic Four und X-Men sind, glaube ich, bei Fox, oder? Weiß ich nicht genau. Also ich freue mich wie ein Schnitzel auf Guardians of the Galaxy 2. Und der wird kommen, das haben sie ja dann in den Credits schon angekündigt. Der ist sogar schon fast im Kasten, glaube ich. Oder ist er schon im Kasten? Weiß ich gar nicht. Ja. Egal, jedenfalls. Kommt bald, ist schon auf jeden Fall durch. Hat sich auf jeden Fall finanziert, finde ich super. Hat mich sehr gefreut. Ja. Und du, wo warst du so im Kino in letzter Zeit? Ich muss echt sagen, dass ich in letzter Zeit nicht im Kino war. Das ist, gut. Ist halt wirklich nicht mein Lieblingsaufenthaltsort. Mhm. Zu dunkel, gell? Nee, ich mag es einfach nicht. Hinter mir sitzt einer, schlägt sich Popcorn rein. Ich würde gern zuhören. Und das Beste, weißt du noch, wo wir... Irgendwann wird es ganz zuschlagen. Wo der Affe angefangen hat zu telefonieren, den ich dann... Ach, das ist hier schon Ewigkeiten her. Kurz zur Ordnung ermahnen musste. Wow. Das ist schon ein bisschen frech. Also wenn er zur Ordnung ermahnt ist, dann möchte ich nicht dabei sein. Er hat aber aufgehört. Ich gehöre nicht zu. Ja. Ich war vor kurzem in dem Doctor Who Special, also dem allerersten Folge von der nächsten Staffel, von der jetzigen Staffel. Und da muss ich sagen, dass ich sehr überrascht war, wie Multikulti doch das Publikum war. Okay. Also hinter uns saßen zwei Damen, die als TARDIS verkleidet waren. Fand ich geil. Und ich glaube, ich war die einzige Person in diesem Kino, die kein Doctor Who T-Shirt getragen hat. Ich habe mich sehr ausgeschlossen gefühlt. Neben mir saß ein Mann mit Screwdriver, der auch immer mal wieder gemacht hat. Zwei Reihen hinter uns saß eine Dame, die ihre Cookie-Dose, die aussieht wie eine TARDIS, dabei hatte. Also ich glaube, es war einfach eine Art Merchandise-Stadt. Ja, Cookies war das Stichwort, bitte. Und vor uns Doktor saßen... Habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Und vor uns saßen eben drei Hopper, also Hip-Hop-Jungs, mit ihren Cappies und sehr, 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 sehr tief hängenden Hosen. Und einem XXXXL Doctor Who Shirt. Ich habe mich echt in einem falschen Film gefühlt, aber es war wirklich klasse, weil man hat richtig gemerkt, wie Doctor Who doch unterschiedlichste Leute zusammenbringt. Mhm. Und es ist nicht nur einfach ein Klientel. Bei Guardians of the Galaxy, muss man ganz ehrlich sagen, es waren halt hauptsächlich junge Männer. So. Ja. Und bei Doctor Who war einfach durch die Bank weg alles dabei. Mhm. Also das war wirklich, das war, fand ich sehr krass. Also auch die... es wurde geklatscht wie verrückt. Also, das kennt man ja auch aus dem deutschen Kino nicht so sehr. Mhm. Auch an bestimmten Szenen, die halt Spaß gemacht haben, wurde geklatscht. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass die erste Folge nicht so viele Stellen geboten hat, an denen so viel Begeisterung aufgebracht wurde. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Aber ich mag den neuen Capaldi, also den neuen Doktor. Der gibt sich äußerst viel Mühe. Der ist ja sowieso Enthusiast und erwarte, dass er einen verdammt guten Doktor macht. Ich hoffe einfach, dass sie ihm gescheite Folgen schreiben, weil es hat er einfach verdient. Genau. Da meine Meinung zu Doctor Who. Okay. Erste Runde Comics. Yay! Nee, jetzt müssen wir erstmal klären, was Animex ist. Achso, ja. Es mag ja durchaus Leute geben, die sich da nicht so auskennen wie ich zum Beispiel. Ja, hören, was ist Animex? Ja. Das machst du. Du bist auch Teil der Animex-Manga-Redaktion. Das war, hallo. Also Animex ist eine der größten Anime- und Manga-Communities in Deutschland. Das ist, glaube ich, die größte. Die gibt es schon seit einigen Jahren. Ich glaube, ich bin dort seit 12 Jahren angemeldet und da gab es auch schon ein Weibchen. Das hat ein riesiges Archiv für Fanfictions, für Fan-Comics auch, also Vinci, für Fan-Arts. Und auch für Cosplay, für RPG, es ist halt eigentlich alles. Und die veranstalten auch mittlerweile sehr große Conventions, zum Beispiel die Konichi in Kassel, 20.000 Besucher. Und haben die auch ins Leben gerufen. Und sie fördern auch die deutsche Manga-Szene, Comic-Szene durch die Manga-Mixe, die sie zum Beispiel veröffentlichen, wo wir jetzt auch Teil der Redaktion sind, dann mithelfen dürfen, Zeichner betreuen. Und ja... Animex ist
es gibt sehr viele Mädchen dort. Also man geht immer davon aus, hey, egal was für ein Nick du hast, du kannst dich auch Herr Blablabla nennen. Du bist sicher ein Mädchen. Und meistens hast du recht damit. Ja. Und ist aber trotzdem einfach eine schöne Plattform, wo ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt habe. Wobei man natürlich sagen muss, ich bin 26. Vielleicht, also man fühlt sich langsam ein bisschen zu alt dafür. Kennen auch viele, die gesagt haben, sind da jetzt rausgewachsen. Aber auch welche, die jetzt wieder zurückfinden und sagen, okay, ich beschäftige mich nicht mit 15-jährigen Mädchen, die sich die Augen auskratzen, weil ihr Cosplay schöner ist als das andere, sondern ich suche wieder die Leute, die ich damals mochte, und die kommen zum Teil auch wieder zurück, wie wir erlebt haben. Und das ist einfach eine Community, die, ja, die interessant ist, wenn man sich für die Manga- und Anime-Szene interessiert. Genau. Wenn du sagst Community und Plattform, ist es wie ein Forum oder wie stellst du mir vor? Ja, es gibt auch Foren. Man hat halt einen Steckbrief dort. Da ist dann auch verlinkt, welche Fanfictions man geschrieben hat, welche Fanarts man hochgeladen hat, welche Doujinshi. Dann gibt es aber wirklich so Foren, wo sich dann ganz speziell mit Cosplay auseinandersetzen. Also man kann auch seine Cosplays sind verlinkt im Steckbrief. Man kann auch Eventlisten, das ist eigentlich eine Mischung. Man kann auch miteinander kommunizieren, mit Gästebücher. Man kann Kommentare schreiben, eben zu den ganzen Fanworks, die es gibt. Und es gibt auch sowas wie Zirkel, wo dann nochmal so sich wir könnten zum Beispiel den Comic Cookie Zirkel gründen, genau, und Leute würden sich dann einladen oder würden einfach beitreten, wenn wir darüber reden können. Das darf man einfach selbst machen. Also mein Mann hat zum Beispiel den Gorillas Zirkel damals gegründet und innerhalb von 3 Tagen hatten sie 2000 Mitglieder und dann ist man immer noch schnell wieder ausgetreten. Man kann einfach sagen, ich interessiere mich für diesen Comic, mach dafür einen Zirkel, die Leute kommen zusammen, sagen, ich habe den auch gelesen, darum finde ich ihn klasse. Und man kann auch es ist für Fanwork halt super. Habe ich sie kennengelernt. Genau. Man findet ein bestimmtes Thema gut und man kann eben seine Arbeit mit diesem Thema taggen, also versehen, und dann wird es eben in diesem Bereich hochgeladen und alle Leute, die sagen, ich finde dasselbe Thema auch gut, kriegen dann eben eine Benachrichtigung, dass du in diesem Thema hochgeladen hast, und können dann einen kurzen Ausschnitt davon sehen, ob sie überhaupt auf dich draufklicken möchten oder nicht. Also das ist auch ein bisschen vergleichbar natürlich mit MyComic und den ganzen anderen Seiten, aber MyComic, muss ich sagen, ist immer ein bisschen unzuverlässig. Also bei manchen Uploads und so weiter hatte ich öfters mal Probleme damit. Ich hoffe, ich stelle. Aber Animex läuft einfach schon seit, ich weiß jetzt nicht, 17, 18 Jahren sehr stabil. Hat in letzter Zeit ein bisschen eine Rezension. Also die Leute gehen eher weg, als dass sie dazukommen. Ist aber auch, die Leute werden einfach älter. Also die und Animex hat halt immer noch diese schreckliche Lila. Es fühlt sich einfach an wie... Ja, macht das auf, und es hat einfach... Die sagen zwar immer, dass sie redesignen, aber naja. Ich finde, es hat halt immer noch... Wenn man das so über 20 anklickt und anschaut, ist es halt keine Webseite, die einen anspricht und sagt, hier mache ich mir jetzt einen Account, sondern es ist eher sowas wie Achtung-Alarm. Also so mit 15 fühlt man sich der verdammte wohl. Das ist auch so das Einstiegsalter, wo man sich dann Account macht. Genau. So, und ihr seid in der Redaktion unterwegs, genau. Das heißt... Was macht ihr? Also der Animex schreibt immer wieder Wettbewerbe aus, Doujinshi-Wettbewerbe. Wir nehmen aber nur Originalgeschichten. Also du darfst jetzt uns keine Naruto-Geschichte, also keine für einen laufenden Manga bestehende Fanart zuschicken, sondern du musst dir halt einen eigenen Comic ausdenken. Den gibt es in verschiedenen Kategorien, verschiedene Altersstufen. Du schickst es uns ein und wir schauen es uns dann durch, bewerten es und sagen eben, hier vergeben wir ihm Plätze, und danach wird es eben gedruckt. Okay. Also das kann ich in jeder Buchhandlung kaufen, wenn ich möchte. Genau. Ja. Okay. Genau. Auch über Amazon bestellen, ne? Oder? Geht das? Auf jeden Fall kann man es Buchladen beziehen. Wie heißt das Ganze? Das ist der Manga-Mix. Kann auch mal einen rüberbringen. Ja, durchaus. Ja, und das ist eine rein deutsche Community? Genau. Ja, es hat auch viele deutsche Zeichner vorgebracht. Zum Beispiel den David Filike, der macht ja sehr viel. Der ist auch in Animex quasi groß geworden. Und die sind eigentlich stark dahinter, diese deutsche Zeichnerszene zu fördern. Und viele haben da quasi überhaupt ihre Leidenschaft fürs Comiczeichnen entdeckt. Und sind durch das Feedback, das sie auch von den Lesern bekommen haben, haben sich überhaupt mal getraut, das auch professioneller machen zu wollen. Genau.
Also ich hatte auch mein erstes Druckdebüt im Manga-Mix, würde ich sagen, bevor wir dann Switch gemacht haben. Macht ihr das über einen Verlag? Oder? Nee, das ist der Animax, der ist eben ein Verein und die finanzieren sich das eben darüber. Und ja. Okay. Genau, das ist ganz lustig. Gut. Ja. Hast du noch Fragen? Ja, man muss es ja einfach mal angucken, weil du kennst jetzt nicht. Ach, ich hol's mal einfach. Genau. Ups. Ja. Das wäre... In der Zwischenzeit kannst du ja vielleicht mal berichten, wie hat sich das denn bei dir entwickelt? Was deine Origin, Comic-mäßig, Manga-mäßig, wie hat sich das, die Uni hat das letztes Mal schon gemacht, wie das so sich bei ihr entwickelt hat, das ist immer sehr spannend. Also, bei mir ist es tatsächlich Manga. Ich glaube, das ist die erste. So, hast du noch mal kurz Pause, oder? Ja. Okay, Uni-Erklärwehrstunde. Ja, eben gerade kam die Frage auf, was der, was wir mit dem Manga-Mix schon alles gemacht haben. Wir sind jetzt bei Band 9, Band 10 und 11 ist in der Mache. Und wir sind eben, die Manga-Redaktion ist komplett, besteht aus Freiwilligen. Das heißt, wir sind keine professionelle Redaktion, sondern eine Redaktion aus Freiwilligen. Deswegen dauert das auch immer ein bisschen, weil wir arbeiten natürlich meistens Vollzeit. Wir müssen eben mal gucken, dass wir das nebenher noch gebacken kriegen. Mhm. Was wir machen ist eben, wir führen meistens Zeichner, die noch nie was gemacht haben, noch nie was gedruckt haben, an die Druckwelt ran. Das heißt, zum ersten Mal müssen sie sich dann tatsächlich an Seitenzahlen halten. Sie müssen sich an Abstände halten zu den Panelrändern. Die kriegen zum ersten Mal gezeigt, wo man denn am besten den Text hinsetzt. Das machen wir dann auch meistens wir. Genau. Wir machen auch das komplette Lettering, damit das eine einheitliche Schriftart ist, aber auch, weil viele halt nicht wissen, wie klein die Schriftart werden darf, damit es noch leserlich ist. Genau. Und wir sorgen halt dafür, dass es druckfähig ist. Aber wir geben denen auch konstruktive Kritik zu ihrer Arbeit. Sagen ihnen zum Beispiel, der und der Seite kann man das verbessern oder hier müssten wir vielleicht die Seite anders aufteilen. Das ist dann, für manche haben sogar ihren Comic oder den Manga komplett nochmal neu gezeichnet, damit das, weil sie dann auch gesagt haben, sie waren nicht 100% zufrieden damit und wir haben ihnen schon gezeigt, wo sie noch schon Schwächen haben und gesagt, okay, sie wollen es nochmal neu machen und es ist meistens wirklich deutlich besser. Genau. Und das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man die Leute über Wettbewerbe reinholt. Mhm. Dadurch kriegt man immer sehr unterschiedliche Qualität, häufig eben die Erklärung, ich habe das in den letzten 2 Wochen gemacht. Mhm. Und genauso sieht's auch aus. Es hat zwar Potenzial und die Leute können was, aber es wurde leider in den letzten 2 Wochen vor Wettbewerbsabgabeschluss gemacht, anstatt sich hinzusetzen und tatsächlich das volle Jahr auszunutzen. Nicht wahr? Sitzt seit den letzten 2 Wochen vor dem Wettbewerb. Tolle Seiten sind dann oft dazwischen, super tolle Geschichten. Aber einiges ist halt einfach nicht fertig. Das heißt, auch selbst damit kann man gewinnen. Und wir sagen dann einfach, hier Leute, setzt euch nochmal dran. Das und das muss auf jeden Fall verbessert werden, sonst können wir es einfach nicht drucken. Aber wir sehen halt das Potenzial und schreiben es nicht von vornherein ab. Okay. Genau. Das ist, wie gesagt, das ist halt einfach, wir wollen Leute, die Potenzial haben und gut. Und was zum Beispiel auch ist, wenn was wir jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, man kann auch anfragen, warum man abgelehnt wurde. Und dann schreiben wir halt einen längeren Text, warum jetzt das und das einfach nicht gedruckt werden kann. Einige Sachen sind halt tatsächlich, weil es abgezeichnet ist. Also, das darf ich natürlich nicht sagen, was es war, aber man konnte sozusagen 1:1 die Geschichte anhand der Zeichnungen nachvollziehen des Comics, den ich hier auch im Regal liegen habe. Mhm. Und es war schon sehr, sehr spannend. Es waren ein paar Sachen ausgetauscht, auch sehr kreativ. Wahrscheinlich wird die Person sogar wissen, wer es ist. Aber ja. Wir haben sehr viel gelacht und am liebsten hätte ich auch der Person nochmal die Möglichkeit gegeben, einen eigenen Comic zu zeichnen, weil es eigentlich wirklich ganz süß war. Mhm. Aber es war halt einfach 1:1 die Geschichte von einem professionellen Manga-Zeichner. Und das geht halt nicht. Ja. Und sowas halt dazwischen schmuggeln zu wollen bei einem Wettbewerb, das ist halt auch schön. Man hat auch unterschiedliche Altersstufen, die da abgeben. Man hat auch da wirklich mal super talentierte 14-Jährige, wo man da steht und denkt, oh mein Gott, was wird das denn mal, wenn die sich da richtig reinknien? Und die will man natürlich nicht abstrecken mit, ja, du hast jetzt nicht gewonnen, du bist schlecht. Das stimmt ja überhaupt nicht. Die haben nur einfach keine Chance gegen jemanden, der, was ich, 23 ist. Mhm. Das ist natürlich dann auch schade. Und die wollen wir auch nicht irgendwie verschrecken. Und wir nehmen dann natürlich auch manchmal jüngere Leute rein,
einfach um zu zeigen, hier, das ist super, ihr habt super Potenzial. Es ist vielleicht jetzt noch nicht auf dem höchsten Niveau, aber man sieht einfach, wie ihr euch entwickelt und was ihr macht. Und ja, so das hätte man gerne, hat man gerne. Wie viele nehmen da so teil und wie viele kommen rein? Das weiß unser Chefredakteur, der nicht hier sitzt, der kriegt die ganzen Einsendungen. Ja. Und der spricht dann mit uns auf jeden Fall die nochmal einen Teil durch, die viel Potenzial haben. Das waren letztes Mal 30 Geschichten. Ja, ja, ja. 30 Geschichten, die allein in der Auswahl waren, die wir dann bewertet haben. Ja. Man macht es dann eben so. Wir sind alle unterschiedlich. Also die ganze ist eine, etwas. Also wir sind 6 Leute in der Redaktion und jeder davon hat eben Stimmen und wir verteilen so Sternchen. Also jeder hat. Man kann sozusagen, die Geschichte ist mein Favorit, der kriegt jetzt 3 Sternchen, danach kann ich nicht mehr wählen. Oder ich gebe der Geschichte so und so viele Punkte und der. Also das ist halt ganz nett. Also man kann halt auch gucken, dass man das ein bisschen verteilt, sein Voting. Und bis jetzt hatten wir sehr eindeutige Sieger. Ich selbst habe zum Beispiel auch mal an einem Wettbewerb teilgenommen. Da war ich noch, da war ich glaube ich 17, 18. Und da bin ich auf Platz 23 gelandet. Und ich weiß, dass es halt über 200 Einsendungen gab. Und das muss man halt überlegen. Heute sind es natürlich um einiges weniger Einsendungen, weil es halt immer klein, also wird immer kleiner. Aber es liegt auch daran, dass wir jetzt Self-Publishing machen. Genau. Und das ist aber eine gute Entwicklung für die deutsche Zeichnerszene. Also in dem Alter und in dem Niveau, was ich damals gezeichnet habe, drucken halt heute teilweise die Leute einfach ihre eigenen Sachen und verkaufen sie entweder, es gibt einmal auf der Konichi den Manga-Markt, da kann man sich einfach einen Stand holen und ohne einen wirklichen Verlag zu haben, seine Sachen dort verkaufen. Das gibt es auch auf der Leipziger Buchmesse. Wollte ich gerade sagen. Dort gibt es halt eben auch, wie heißt der auf der Leipziger Buchmesse, auch Manga-Markt? Weiß ich gar nicht. Irgendwie so. Es gibt aber auch kleinere Conventions, wo es läuft. Zum Beispiel die Animoog in München, die Yukon hat wohl auch ganz gute Zeichnerstände. Hanakimi? Da war ich noch nie, deswegen weiß ich das nicht. Hanami heißt Hanami. Entschuldigung. Ja, das sind halt solche kleinen, da sind vielleicht auch nur 1000 Leute oder sowas, die da hingehen, aber das ist, es gibt sozusagen verschiedene Anlaufstellen, dort kann man sich kleine Stände holen, dort kann man eben seine Fans treffen und das ist halt eben, ja, gar nicht schlecht. Deswegen kommen zwar immer wieder auch Leute, die professionell arbeiten, die dann bei uns Wettbewerbseinsendungen machen, aber es gibt halt auch sau viele sehr große Wettbewerbe, die zum Beispiel das EHPA Comic Stipendium, da kann man ja richtig viel Kohle gewinnen. Natürlich auch interessant für Comiczeichner. Wart ihr auch bei der Frankfurter Buchmesse involviert? Irgendwie? Wir haben immer einen kleinen Standort, das ist ungefähr Schuhfach groß. Wisst ihr, ja. Meistens sitzt dort der Wolfe, unser Chefredakteur. Genau. Und verkauft fleißig unsere Manga-Mixe. Ja. In diesem Jahr auch, oder? Ja. 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 Nee, deswegen die Frage, weil der Comic-Bereich im Allgemeinen so ein bisschen eingestellt wurde. Ja, es ist winzig geworden und stößt sich überall die Ellenbogen an. Und der ist der vollste Bereich überhaupt, den man besuchen kann. Ja, und der unangenehmste und der am wenigsten atembare. Ja. Ja. Dein Werdegang? Mein Werdegang? Oh ja, mein Werdegang. Also es hat bei mir mit Manga angefangen. Also ich habe früher Sailor Moon geguckt und dann fand ich das insgesamt ganz interessant. Ich glaube, eine Freundin in der Schule hatte mal einen Manga dabei von Kamikaze Katio-chan. Und die war damals schon auf Animax und hat mich dazu gebracht, mich auf Animax anzumelden. Und das hat für mich eine ganz neue Welt eröffnet. Da habe ich die Uni gefunden und ihre Comics. Und die haben mich total begeistert. Ich war sehr, ich glaube, zwei Jahre lang ein riesiger Fan von ihr, habe sie nie gesagt. Und dann hat sie mal etwas von mir gelesen, das war eine geschriebene Geschichte, und hat ihn kommentiert und dachte ich so, oh mein Gott, die Gelegenheit, ich kann Kontakt mit ihr aufnehmen. Und sie hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich auch mal Comic zeichne, aber ich habe auch sehr gerne gezeichnet. Und dann habe ich gleich mit 16 meinen ersten Comic gezeichnet und nur wegen ihr hochgeladen, auch auf Animax. Und dann war ich von 18 bis 20 in Barcelona auf einer Comiczeichnerschule. Danach habe ich studiert, also Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Illustration und Comic, mache aber jetzt deutlich mehr redaktionell. Also ich
bin eigentlich eine ganz gute Geschichtenerzählerin, kann aber auch Leuten sehr gut helfen, die Schwächen in ihren Geschichten auszugleichen. Kann sagen, ja, hier sind die Charaktere, kommen nicht ganz rüber, da ist das Tempo und Erzählung nicht optimal oder hier ist der Panelaufbau zu eintönig. Mhm. Und das macht mir auch unglaublich viel Spaß, den Geschichten Möglichkeit geben, ihr volles Potenzial zu erreichen. Mhm. Und ich selber zeichne gerade nicht mehr so viel. Das liegt aber auch ein bisschen an meiner Arbeit. Und ja, das ist so mein Werdegang, oder? Du hast Geschichten veröffentlicht. Ja, auch, oh, stimmt, ich habe schon Geschichten veröffentlicht. Also gut, ich schreibe auch sehr viel. Da habe ich in Nicht-Comic-Anthologien, also einfach normalen Anthologien, habe ich schon häufige Kurzgeschichten veröffentlicht. Das war auch mein Bachelor-Thema, habe ich Kurzgeschichten illustriert. Und ich habe ich auch schon Comics veröffentlicht? Weißt du das noch? Du hast bei uns Comics veröffentlicht. Ich habe bei euch Comics veröffentlicht. Oh, und Strychnin. Also meine Hochschule hat einen sehr engagierten Comic-Dozent. Mhm. Und der macht den Strychnin, das ist halt ein Comic-Magazin, wo halt mit studentischen Arbeiten füllt. Wir haben, glaube ich, vor ein paar Jahren auch den Max-Moritz-Preis mit Strychnin gewonnen. Mhm. Und da habe ich auch mal noch eine Veröffentlichung gehabt. Das ist nicht automatisch, der Dozent sucht sich die besten Arbeiten raus und füllt nur dann veröffentlicht nur dann halt, wenn sie wirklich auch gut findet. Und ja, ich glaube, das war es jetzt, oder? Ja. Ja, das so toll bin ich. Und was ist das, was du liest? Also es gibt ja Mangas, was weiß ich, wie viele Kategorien und Serien, was man so... Also ich lese sehr, sehr viele Webcomics, also auch von vielen deutschen Zeichnerinnen. Mhm. Und ich lese sehr viele Mangas, aber ist oft nicht mehr das, was in Deutsch, also nicht in Deutschen veröffentlicht wird, weil ich kann mit dem deutschen Manga-Markt nicht mehr so viel anfangen. Und Comics eher sporadisch, da lasse ich mir oft von Uni was empfehlen und manchmal gehe ich in Comic-Laden und gucke mir was so an. Aber da ist es... ich bin sehr Manga-orientiert auch, weil ich finde, es hat viele Geschichten für mich da sind, die mich interessieren. Und ja, und eben, wie gesagt, sehr viel online, sehr viel auch online zeigen, die auch noch online hochladen. Und da hat man eine sehr große Bandbreite. Also da gibt es ja eigentlich alles mögliche und auch unterschiedlich gut erzählte Geschichten. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Also ja. Was für Serien so beispielsweise? Was sind deine All-Time-Favorites? Ha! Invader Sim mochte ich super gerne. Invader Sim, da mochte ich auch den Comiczeichner sehr gerne davon. Den John Vasquez. John Vasquez, genau. Die Serie wurde damals abgesetzt, zwar für Kinder angepeilt, aber dieser Zeichner hat einen Comic rausgebracht, der heißt der Homicidal Maniac. Und da geht es um einen Typ, der tötet Menschen und streicht mit Blut die Wand, weil die Blut verlangt von ihm, dass er die Wand verlangt von ihm, dass er mit Blut gestrichen wird, sonst frisst sie ihn. Ja. Und damit er nicht stirbt, streicht er halt immer die Wand mit Blut. Mhm. Und er wundert sich manchmal, dass er einfach so Leute töten kann, dass es niemand stört, aber andererseits findet es ganz gut, wenn er nicht Leute hasst. Und es ist sehr skurril, sehr, sehr düster und sehr seltsam auch gezeichnet. Und den haben sie engagiert, um eine Kinderserie zu entwerfen. Und die war einfach zu skurril. Die wurde immer ekliger, je weiter es ging. Und die haben sich am Ende dann wirklich gewundert, warum sie abgesetzt wurden. Ich meine, heute gibt es ja sowas wie Legend of Korra, die sich ja einiges trauen, aber die dürfen auch nicht mehr im Fernsehen zeigen, sondern müssen es ja auch auf der Webseite zeigen. Es läuft ja auch nicht mehr im freien Fernsehen. Mhm. Und ja. Aber das Witzige ist, er wurde jetzt wieder engagiert, um eine Kinderserie zu machen. Bin ich schon gespannt. Also die haben noch nicht dazu gelernt. Mal gucken. Vielleicht machen sie es ja diesmal ein bisschen zahmer oder machen es dann gleich im Internet, dass dann nur die Leute sich... der Hund spielt gerade den sterbenden Schwan. Das ist großartig. genau. Vielleicht müssen wir noch ein Foto machen. Das ist ja großartig. Delegation, ne? Ja, genau. Ansonsten, wir haben immer ziemlich ähnliche Comics gelesen, auch die ich schon das letzte Mal vorgestellt habe, wie Eden. Ja. Das waren auch klar. So Sachen, die... ja, super. Achtung, Fotopause. Fotopause für den Hund. Also Eden ist eigentlich mein Lieblingsmanga, auch wenn das Ende seltsam ist. Am Ende werden sie alle zu Kristallen. Nicht alle. Ja, nicht die alle. Die Erde verdoppelt sich. Spoiler!
Die Hälfte verdoppelt sich, kriegt ein Kind und alle anderen werden zu Kristallen. Nein, nicht alle. Es leben am Ende noch mindestens 3 Charaktere, sage ich dir. Alle werden zu Kristallen. Ja. Hat das eine Frau geschrieben? Nein, es hat Tiroquia. Der Zeiger hat auch zugegeben, dass er irgendwann mal vergessen hat, wie was er eigentlich machen wollte. Und es ist trotzdem ziemlich gut. Der erzählt auch, der hat sehr interessante Charaktere und ist auch nicht so eine Klischee-Story. Genau. Ja. Aber ich habe schon das letzte Mal eben vorgestellt. Sehr schön. Genau. Eden muss man vorstellen. Eden muss man vorstellen, kennen viel zu wenige. Ich werde es wahrscheinlich in jeder Podcast-Folge einmal erwähnen. Deshalb hat es, glaube ich, mal vorgestellt, oder? Echt? Ich glaube auch, ja. Mhm. Eden, it's an endless world. 16 Bände, großartig. Roki Endo hat noch die Kurzgeschichten, Short Stories rausgebracht. Aber ja, wir haben eigentlich einen recht ähnlichen Geschmack. Auch manchmal kam es vor, dass wir Zeit. Muchacho! Ja, Muchacho! Ja, manchmal fangen wir an, uns gegenseitig Sachen zu empfehlen. Und ich erzähle dann, ja, da geht es in dem Comic um das und das. Ach, den habe ich mir vor 2 Tagen gekauft. Das ist, ja. Also. Es funktioniert immer sehr gut, dass man mit dem gegenseitig empfehlen, was man einfach schon hat. Wir hatten deswegen auch oft schon Geschichten zusammen auch gemacht. Also das auch immer sehr gut funktioniert hat. Genau. Bibi, ja. Bibi, Bibi. Werbung. Genau. Werbung für die Mo. Und zwar hat sie vor kurzem ihre Bachelorarbeit etwas größer drucken lassen. Das ist die Liebe wie Gurken-Sushi. Es ist eine illustrierte Kurzgeschichtensammlung mit wunderschönen Illustrationen, die hat sie selbst gemacht, selbst gebunden. Sieht sehr professionell aus, ist super professionell. Kostet wie viel, kriegt man wo? 12,50 € und kriegt man bei mir per E-Mail. Die werden wir dann unten in den Shownotes. Shownotes. Und dann wird es auch ein kleines Bildchen geben und einen kleinen Ausschnitt, dass man sich angucken kann, was man da erwirbt. Mhm. Ansonsten, wenn man mal anschauen möchte, was Mo sonst so macht, es gibt hundkatzemo.tumblr.com. Dort macht sie eben Comics über ihre Hunde. Den Hund hört man immer wieder klacken. Das ist der Hund. Und 2 Hunde, 2 Katzen. Sehr viel Spaß. Ein Gecko. Ein Gecko. Ja, das will ich nicht vergessen. Ja, genau. Sehr gut. Ja, also klopfen ist heute nicht der Herr Breedstorm zuständig. Ja, wir haben einfach sehr viele Leute gerade in der Wohnung. Das ist ein Ausnahmezustand. Normalerweise ist es hier totenstill. Ja. Und wer das natürlich bei dir bestellt, der bekommt natürlich auch als Comic-Cookies-Hörer einen Sketch da rein, ne? Das ist ja ganz klar. Aber nur als Comic-Cookies-Hörer. Kann auch noch eine Postkarte dazu haben. Ja, sehr gut. Funktioniert schon. Postkarte. Sehr gut. In der Anthologie selbst sind verschiedene Autoren. Autorinnen. Es sind nur Autorinnen drin, deswegen. Entschuldigung. Autorinnen und Autorinnen. Ja. Es richtet sich auch mehr an Frauen. Also vielleicht sollte man das bedenken. Die Illustrationen sind allerdings wirklich sehr schön und es ist auch sehr, fühlt sich auch an wie ein sehr, sehr gutes Buch. Ist mit Fadenheftung. Ja, Wahnsinn. Das sieht echt hochwertig aus. Ja, das macht echt was her. Ja. Durchaus, ja. Ja. Nicht schlecht. Ja. So. Ja. Windstorm hat seine Comics bereitgelegt. Das heißt, es wird ernst. Wir können gerne noch. Also ich habe jetzt auch mal was gelesen. Ich habe zwischendurch schon getwittert, der Steffen hat es wieder geschafft, genau ein Comic zu lesen. Deswegen können wir es leider nicht anteasern. Aber ich würde mal anfangen mit einem Band. Klack. So, jetzt sind alle wach. Mit einem Band, der in Erlangen ausgezeichnet worden ist. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Kategorie, aber hat auf jeden Fall einen Preis bekommen. Und der heißt Die Ignoranten, wenn Wein und Comics sich begegnen, von Etienne Davado. Erschienen bei Egmont unter dem Label Graphic Novels. Und das wäre jetzt, also wenn ich ihn jetzt rein sehen würde und lese, Wein und Comic begegnen sich, das würde mich jetzt noch nicht so anmachen, muss ich mal ganz klar sagen, weil, wie gesagt, ich trinke keinen Wein. Aber dadurch, dass er einen Preis gewonnen hat, ich ein bisschen was dazu gelesen hatte, hat mich das neugierig gemacht. Und das Konzept hinter dem Comic ist im Prinzip, dass der Etienne und ein Kumpel von ihm, der Winzer ist oder der einen Weinberg haben, sich beschlossen haben, sich ein Jahr lang gegenseitig zu ergänzen. Das heißt, er nimmt ihn mit zu diversen Comic-Veranstaltungen. In Frankreich gibt es ja ganz große Festivals, wo er ihn zum Beispiel mitgenommen hat. Und der Comic-Autor wiederum und Zeichner wurde mitgenommen auf den Weinberg, um da diverse Arbeiten zu verrichten. Und das ist eine
spannendere Geschichte, als sich es zunächst anhört, weil das wirklich aus vielen Welten Inspiration bietet, sage ich mal. Also er zeigt ihm nicht nur, wie das mit dem Comiczeichnen zum Beispiel funktioniert, sondern und nimmt ihn mal mit auf eine Messe, weil er bringt ihn ganz besondere Autoren zum Beispiel nahe. Und da die Szene in Frankreich sich ja auch relativ gut kennt, nimmt er die einfach mal mit. Mhm. Ja? Also und unglaublich tiefe Erzählung, also ist ja im Prinzip ja wie so eine Reportage so ein bisschen. Okay. Und ja, der Band hat dann natürlich dazu geführt, dass ich noch zwei weitere Comics gekauft hat, wo Gespräche drin dokumentiert sind mit anderen Comiczeichnern, wo ich dann zugeschlagen habe. Also das war schon ja, eine Inspiration gewissermaßen. Ist auch Hardcover, mhm, etwas größerem Format. Ist, glaube ich, nicht ganz billig. Mal gucken, was steht hinten drauf. 30,90. Ja, 30,90. Also das ist, hat mich so ein bisschen davon abgehalten, da einzusteigen. Aber es ist aber auch verdammt dick. Ja. Und hat sehr textlastig. 62 auch. Seiten. Ist leider nicht farbig, aber sieht nach hochwertigem Druck. Das Papier, ja, fühlt sich schön an. Ja. Sieht auch so aus, als ob es nicht gleich auseinanderfällt. Also 30, ja, Euro. Also die Haptik bei EHAPA bzw. Egmont stimmt auf jeden Fall. Mhm. Es, der Weinbauer ist noch zusätzlich zu erwähnen. Das ist jetzt nicht so der 0815 Weinbauer, sondern der Winzer hat sich so ein System genährt. Also er macht es komplett ohne irgendwelchen Dünger, ohne Giftstoffe, und er hat dann noch so ein System, ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr aus dem Kopf, wie es heißt, aber jetzt haben, ich finde es nicht so spontan, aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine gewisse Ethik, wie man mit dem Feld umgeht, und er bestäubt das dann mit so bestimmten Mineralien, dass der Wein so besonders wird, und wie gesagt, tat mir dann fast förmlich ein bisschen weh, dass ich selber keinen Wein trinke, um einfach mal zu testen, wie das ist, wenn jemand dieser Philosophie nachhängt, im Unterschied zum Tetrapack für 1,99 vom Penny. Aber so ist es halt. Aber wie gesagt, trotzdem, dass ich das nicht trinke, fand ich es eine sehr, sehr interessante Idee, die er da umgesetzt hat. Mhm. Mhm. Auf den ersten Blick von den Zeichnungen finde ich es wirklich auch sehr schön gemacht. Sehr schön erzählt. Also einfach schon die Bildsprache, wie es einen mitnimmt und rüberbringt, finde ich gut. Ja. Ist halt komplett schwarz-weiß. Bisschen Cartoony-Einschlag hat er drin, aber ich habe mir dann natürlich auch die Leute gegoogelt. Also wie gesagt, den Autor und den Winzer gibt es ja wirklich. Also und die sind schon ziemlich gut getroffen. Ja. Mhm. Also das ist ein spannendes Projekt, was sicherlich zu Recht auch ausgezeichnet wurde. Mhm. Ja, sehr schön. Also auch er dokumentiert, er nimmt ihn wirklich überall mit, auch den Winzer eben mal in die Druckerei, wo sein Comic gerade produziert wird. Das ist auch schön. Also von der einen Seite, von der anderen Seite halt eben auch. Ja. Sind halt auch sehr lustige Szenen drin, wenn der Winzer irgendwo sitzt. Sie sitzen in irgendeiner Kneipe und man will ihnen Wein anbieten und er guckt auf die Karte und sagt, ich trinke Wasser. Wo kommt der Titel her? Wo passiert das mit den Ignoranten? Also, ja, die sind ja beide auf dem jeweils anderen Gebiet, sind die Ignoranten. Ah, okay. Also der eine kennt sich überhaupt nicht aus mit Wein an sich. Also er nimmt ihn dann mit zum Zurückschneiden und zum Einsammeln der Trauben, also die Rebe quasi, die Lese. Und ja, gegenseitig halt. Ne? Und es ist halt auch so, dass, was heißt ignorant? Also der Comic-Autor kann dann nicht unbedingt immer rausschmecken, was der Winzer rausschmeckt, wenn er einen Wein trinkt. Wildschweine im Herbst. Ja. Und es ist auch so, dass der Winzer zum Beispiel seinen eigenen Geschmack hat, was Comics hat. Also er gibt ihm dann alles Mögliche. Zum Beispiel gibt ihm Maus, was natürlich für viele ein einschneidendes Erlebnis ist. Oder er zeigt ihm Möbius. Und der Comic-Autor kann es dann natürlich nicht fassen, dass er mit Möbius nichts anfangen kann. Weil Möbius ja in seinem Bereich schon irgendwie eine Legende. Ja. Wie kann man mit Möbius nichts anfangen? Ja, ein also, Ignorant. Ja. Genau. Danke, okay, jetzt habe ich verstanden. So kommt das Ganze zustande. Und sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Mhm. Okay, dann weiter in der Runde. Genau, jetzt stellen wir noch unseren Comic mal kurz vor, den wir fast vergessen haben, weil er ja auch schon so unheimlich lange gedruckt ist, 3 Monate. Und zwar ist es das Ungetrübt Sinister. Und da sind wir beide sogar mit Kurzgeschichten vertreten. Und genau,
Also ins Leben gerufen wurde das von der Effie Lerch. Die hat auch eine Geschichte drin und die hat der Sinnegedanke, sie möchte Leute veröffentlichen, die einfach ihre Geschichten erzählen wollen und nicht von Verlagen gesagt kriegen wollen, was sie machen dürfen. Mhm. Da ist öfter das Problem, dass sie sagen, ja, die Story kommt nicht an, der Stil ist nicht marktauglich. Und sie hat dann gesagt, sie möchte einfach unkonventionelle Stories veröffentlichen und hat dabei auch verschiedene Zeichner angefragt. Wir haben uns dann auf ein Thema geeinigt, das war Schwarz und Weiß. Aha. Es spiegelt sich auch im Titel wieder, Ungetrübt Sinister. Aha. Und da ist eine richtig tolle Anthologie mit, wie viele Zeichner sind drin? Sechs, ja. Glaube ich. Zusammen. Wir haben sogar einen Herrn dabei, oder? Ja, wir haben auch einen Kerl dabei. Das ist immer im Manga-Bereich sehr, ne? Sehr selten. Ja, aber es ist auch bewusst nicht Manga, also es sind sehr viele hier. Verschiedene Stile. Und die Geschichten sind, obwohl das Thema gleich ist, sind die Geschichten alle sehr, sehr unterschiedlich, sehr interessant zu sehen, was man tun kann unter der gleichen Themenvorgabe. Und es ist alles schwarz-weiß, weil das war natürlich, das war Pflicht vom Thema. Und das war ein tolles Projekt. Wir haben ein Jahr gebraucht, um es dann komplett zu verwirklichen. Aber es sind eben, wie gesagt, sehr vielseitige Beiträge und sehr talentierte Leute. Also am Anfang habe ich der Uni davon erzählt. Und dann habe ich ihr mal Beiträge gezeigt und sie waren so, wow, das ist das Niveau. Ich dachte an was anderes. Ja, und ich war richtig begeistert. Man muss sagen, mein Beitrag ist wieder innerhalb von einer Woche entstanden. Weil einer abgesprungen ist. Nein. Ich war nicht dabei von Anfang an. Ich war als Joker. Ich habe halt gesagt, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür, weil ich ja meine eigenen Comic-Projekte entweder habe oder studiere. Und dann ist jemand abgesprungen, da hieß es, hey Uni, kannst du nicht doch noch 8 Seiten machen? Und 8 Seiten sind ja so übersichtlich und naja, das habe ich dann halt auch stellen. Insgesamt war die Begeisterung bisher auf die Beiträge sehr groß. Einfach weil das mal... Vor allen Dingen eben im Manga-Bereich ist es Manga-Bereich, genau. Es ist, ich finde, es ist leider ein bisschen dünn geworden, aber man muss halt auch sagen, es ist schwierig, Leute mit längeren, also wenn man eben Sachen macht mit unbezahlten Projekten, Zeichner dazu zu bringen, sehr lange Sachen zu machen. Wir haben das immer auch schwierig. Finanziert über Crowdfunding haben wir gemacht. Mhm. Das heißt, da haben wir Leute noch was gespendet, damit das produziert werden konnte. Und das ist natürlich dann auch, wenn es zu dick ist, braucht man einen zu hohen Betrag. Und dann schreckt es viele Leute ab, überhaupt was dann dafür zu zahlen. Und wir haben aber genug Geld zusammenbekommen, um eine 300er Auflage drucken zu lassen. Und ja, es ist auch geplant, dass nochmal eine zweite Auflage kommt, sondern halt einfach, dass man das nochmal macht, einfach so eine Anthologie mit ungewöhnlichen Zeichnern, ungewöhnlichen Stilen, die sich einfach mal nicht so einschränken wollen. Mhm. Ja, zum Vergleich, der Manga-Mix, was hat der für eine Auflage? Puh, das war's wieder, der wohl. Ich glaube, sind das 2000? 2000, auf jeden Fall. Oh, also das ist ja schon... Das ist eine andere Ansage, das ist eine ganz andere Ecke. Das ist Hobby und das hier ist eben gestützt von einem ganzen Verein. Also der Manga-Mix wird von einem Verein gestützt. Man hat eine ganz andere Herangehensweise. Das sind eher vielleicht die Älteren, ich sag mal eher die Neueren. Ja, da waren wir halt eben noch nicht dabei, deswegen kann ich da immer so wenig zu sagen. Hier bin ich eher als Zeichner drin. Muss ich gerade gucken, wo ich drin bin? Ich bin eigentlich in allem als Zeichner drin, weil ich wenigstens immer hier hinten in den kleinen Zusatzstrips drin bin. Ist halt auch preislich krass halt, ne? Also 6 Euro für gibt's, 300 Seiten. Die gibt es mittlerweile wesentlich billiger. Also auf der Konichi verkaufen wir die für 4 Euro im Band. Und die können sich aber leisten, weil sie halt von einem Verein gestützt werden. Ja. Die kriegen Druckkosten rein und dann ist okay. Ja. Und das ist natürlich, solche Preise kriegt man im Manga-Bereich nicht mehr. Die ganze Bandbreite, ne? So. Ja. Das ist einfach alles drin. Das hier ist zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingscomics, also Mangas, die wir gekriegt haben. Schaut einfach mal durch. Es ist einfach so, Leute, dass man die dazu kriegt, halt im Manga-Mix zu veröffentlichen, ist immer großartig. Ja. Da bin ich. Auch die Arbeit mit den Zeichnungen ist sehr entspannt auch, sehr angenehm. Die sind sehr offen für die Kritik und Verbesserungsvorschläge, weil die es oft gar nicht so bekommen. Und die freuen sich dann natürlich, wenn sie da Feedback kriegen, wie sie was verbessern können. Hat jemand Sweet Tooth gelesen? Ja, es sieht so bisschen aus, ja. Ja, ja, das ist schon nicht schlecht. Ja. Ja, das kriegen wir an, den Call.
ist gut. Ja, wie gesagt, wir haben immer wieder richtige Perlen drin. Mhm. Natürlich, wie gesagt, oft Leute, die noch nie vorher was veröffentlicht haben, deswegen ist es immer sehr unterschiedlich. Aber manchmal haben wir wirklich Leute dabei, wo du denkst, huhuhuhu, schön, dass die jetzt auch was Eigenes machen und selbst was veröffentlichen. Ja. Genau, deswegen einmal Manga-Mix, einmal ungedrückt Sinister, werden wir auch verlinken und genau, kann man dann auch direkt bei uns oder über Moos Adresse bestellen. Oder über Effi. Oder über mich oder über Effi. Genau. Über alle. Über alle. Genau. Mhm. Was gibt's noch? Genau, ungedrückt Sinister liegt halt eben bei 8 Euro. Die Manga-Mixe bestellt man einfach. Geht man einfach Conventions und lässt sie sich gleich signieren. Am geschicktesten schon, ja. 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 Kann ich noch einen, der das so macht? Also wer bei mir einen ungedrückten Sinister bestellt, bekommt dann auch noch eine große Illustration, also so eine A4-Illustration dazu. Ne? Oh, das ist ja, ja schon mal. Hm? Ja. Sehr gut. Und das ohne Würfel. Das ist doch mal ein Wort. Ja. Aber auch wieder nur für die Comic-Cookies-Zuhörer natürlich. Natürlich, man muss immer das, Stichwort Comic-Cookies. Keine Fenty-Shots. Jungs, vergesst es. Fenty-Shots? Ich zeichne alles Mögliche. Okay, also das ist leider halt nicht leider, haben wir sondern. Das Spezialvokabular schon mal zugetragen bekommen, ne, vom Sip. Ja. Ich weiß ja nicht, was für eine Meinung ihr vom Manga immer vorher hattet, aber wir lesen so hochwertig. Natürlich. Ja, natürlich. Ohne Tentakel. Ausnahmslos. Nur hochwertige Tentakel. Genau. Ich habe einen wunderschönen Comic gelesen, wo ein kleines Mädchen sich mit einem Tentakelmonster angefreundet hat und der dann in ihrem Schrank gewohnt hat. Gabriel Debüt? Ich bin Groot. Ja, die Japaner und ihre Tentakel. Es war nicht auf der Konichi auch der Erfinder des Tentakelporns? Ja. Die Konichi hat immer unheimlich tolle Gäste. Sie wollten, dass er ein Gast. Erfinder des Tentakels. Ja, der hat der erste Hunter, der in Amerika in den Kinos lief, war auch von ihm. Also er war in den 90ern da ganz groß. Ja. Aber die Konichi wollte nicht, dass er ein Gast, weil sie keinen Hentai-Zeichner haben wollte. Also das saß auf dem Manga-Markt und da konnte man sich doch zeichnen lassen. Und seine Originalseiten hat er für 25 bis 40 Euro verkauft. Manche auch für 200. Ja, ja. Aber, ja, das war... Wieder drüben am Spaß mit dem Hund. Ja. Das sind gerade ein bisschen abgelenkt. Ja, erzähl dir ruhig mal. Ja. Erfinder des Tentakelporns. Ne? Ja. Soll ich mal gerade googeln und den Namen. Der hat kurz klingen, muss den Hund streicheln. Ja, der ist leider das nächste Mal nicht mehr dabei. Das bringt mich zu einer interessanten Frage, weil ihr hat es ja jetzt mit Japanern und ihren seltsamen Vorlieben in Bezug auf verschiedene Dinge. Wie würdet ihr denn den Unterschied beschreiben zwischen dem, was man so aus Japan kennt und jetzt, hier sind ja sehr viele deutsche Eigenproduktionen. Ist das die eine Namen. Von dem anderen sehr, sehr inspiriert? Genau wie auch rückwärts. Ich meine, Möbius hat ja auch den Zeichner von Nausicaä beeinflusst und wieder zurück. Also man darf ja nie sagen, dass Manga irgendwas anderes. Also ich finde halt, es ist immer ganz, ganz furchtbar, wenn Manga als so anders als Comic bezeichnet wird, weil es einfach nicht stimmt. Wir sind so viele tolle Mischformen jetzt rausgekommen. Vor allen Dingen in Deutschland gibt es so viele Zeichner, die krass tolle Mischformen zwischen Comic und Manga zeichnen. Einfach das schnelle Pacing im Manga verbinden mit super schönen Comic-Illustrationen. Ja. Das ist halt das. Im Manga geht es immer hoch her. Also es ist immer sehr actionlastig. Sehr emotional. Emotional. Man kommt richtig an die Charaktere dran. Mhm. Und im Comic ist es vor allen Dingen, nehmen wir jetzt einfach mal den, was ist so einen klassischen Comic wie, was hat man denn da? Lucky Luke. Mhm. Man hat immer so eine Distanz zu ihm. Also man kommt nicht in seine Emotionen ran. Er ist immer so ein bisschen weiter weg. Gut, das einfach von jetzt, der Darstellung her. Das ist ja jetzt schwer auf Kinder gemünzt, hat Lucky Luke. Ja, ne? Ich versuche halt nur was jetzt jeder so als den Comic. Was gibt es denn so den Comic? Warum sagst du das in meine Richtung? Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ich bin seltsam in Comics, deswegen kann ich dir nicht so sagen. Ich würde jetzt mal die Comics, die meine Eltern auf dem Regal stehen haben. Das wäre Asterix, Lucky Luke. Genau. Ja. Die Leute, auch die Darstellungen, sind einfach... Du zoomst nicht plötzlich an Asterix ran und Asterix ist in seiner Gedankenwelt und sagt, oh Gott, die Römer, wie sie auf mein Dorf zustürmen. Oder du kommst nicht... Sondern es ist immer so eine Art, die sind immer ein bisschen Schachfigurartig, werden sie erzählt.
Und beim Manga hast du immer das Gefühl, du bist der Protagonist. Also nicht immer, aber es gibt viele Mangas, die eben damit spielen, dass du so nah in der Geschichte dran bist, dass du... Das finde ich auch mal total klasse. Die Openings von Serien. Die ganzen amerikanischen Openings sind He-Man oder sowas. Mhm. Die erzählen dann eben die Geschichte von jemandem. Mhm. Und bei Sailor Moon und so weiter ist es halt eben halt den Mondstein fest und du hast die also du bist die Person. Mhm. Und so ist es auch eben gedacht. Du bist der Son Goku, der die Welt rettet. Du bist Sailor Moon, die gegen Leute kämpft. Und du bist Pikachu. Genau, und nicht eben DuckTales, super, die dann immer so eine Art distanziertes Erzählen haben. Von einer Gruppe, die immer noch interessant ist und tolle Charaktere hat. So sage ich ja nicht, auch die ganzen Rescue Club. Also das sind ja tolle Charaktere, aber immer ist es halt eben, die erleben Abenteuer. Mhm. Und beim Manga oder Anime ist es, du erlebst das Abenteuer. Mhm. Okay. Und die Namen, das ist ein riesiger Unterschied. Ja, genau. Die Namen. Das ist das Einzige, was mich im Manga richtig stört, sind japanische Namen. Ja. Also es hat mich auch gestört, in deutsche Zeichen versuchen, dieses Japanische zu imitieren. Das finde ich immer schade, weil wir haben ja auch ein eigenes Kulturgut und müssen nicht eins zu eins uns an den Japaner orientieren. Und es ist aber schön zu sehen, dass es immer mehr Zeichner sagen, sie spielen, das Setting ist in Deutschland, die Charaktere sind auch deutsch, sie sehen auch nicht japanisch aus. Und haben keine japanischen Namen. Obwohl ich schon dafür kritisiert wurde, dass meine Leute Sven heißen. Horst. Naja, nicht? Ich habe die, keine Ahnung, Chris, Sven, sonst was genannt. Und auf einmal kam da halt so leichte Kritik von den Lesern, weil sie es doch gerne exotischer hätten. Mhm. Das ist schon ein bisschen komisch. Weil Chantalle. Warum? Vor allen Dingen meine Settings oder viele Settings von Deutschen spielen dann doch in der deutschen Schule. Mhm. Ich meine, klar, wir kennen es aus Mangas, aber man weiß es dann doch nicht so genau. Mhm. Und man sollte es auch gar nicht in der japanischen Schule spielen lassen oder... Mhm. Man steckt da einfach nicht drin. Ja. Also, dann wird es ein Klischee zeichnen. Dann zeichnet man eben das Klischee ab. Schuluniform. Das gibt's oft genug. Das ist ja auch etwas, was halt sich erst in den letzten Jahren ein bisschen entspannt hat, dass die Leute es tatsächlich sagen, okay, oh, es war auch mal ganz, ganz schrecklich, die ganze Weile haben die ganzen deutschen Zeichner in die falsche Leserichtung gezeichnet. Das ist ganz kirre. Weil die können das ja gar nicht richtig, weil das Paneling, du kommst einfach aus der anderen. Du liest es einfach anders. Oh. Klar, wir können die Mangas lesen, aber allein, wie das dann aufgebaut ist, die hatten dann ganz häufig ganz, ganz schlechtes Pacing in ihren Comics. Natürlich gab es Ausnahmen, sorry, aber es gibt ganz viele, die einfach das dann verkackt haben im Paneling. Es sah einfach nicht schön aus, das hatte ich nicht richtig mitgenommen. Auch die Sprechblasen. Die Leute haben dann angefangen in ihren Comics, wie eben in Japan laufen die Sprechblasen eben von oben nach unten, weil auch der Text von nach oben nach unten läuft. Oh. In Deutschland läuft er eben quer. Es ist dann immer total schrecklich, wenn du versuchst, Text, der eigentlich quer läuft, in von oben nach unten laufende Sprechblasen zu setzen. Aha. Das ist dann abgehackt und kaputt. Ja. Ein großes Problem in der Redaktion, weil das viele Zeichner noch machen. Weil sie es einfach tausendfach in Mangas gelesen haben und denken, so muss man eben einen Comic zeichnen. Und das ist ganz unangenehm, weil eigentlich muss die Sprechblase, wenn man einen westlichen Text setzt, quer und nicht von oben nach unten. Mhm. Ja. Ja, also muss, aber es gibt immer Ausnahmen, aber so. Mhm. Ranting. was mich schon immer mal angekotzt hat. Ne? Ja, das sind Sachen, die fallen uns jetzt nicht so auf. Wenn wir das nur gelegentlich mal lesen und dann nimmst du es halt hin. Ja. Gut, wenn die Sachen eben auch aus Japan kommen, macht es natürlich Sinn. Irgendwie muss der Text halt in diese Sprechblase rein. Ja. Das ist auch in Ordnung, dass es tausendfach gebrochen ist und dass, wenn man eben ein langes Wort hat, hat man dann eben fair bla bla bla, tausend Striche und sowas. Was kann man ja einfach vermeiden, indem man schon am Anfang gut panelt und es einfach besser aufbaut. Ja. Jetzt immer die Zeichnersicht. Ja. Ja, ist richtig. Zeichner. So, mehr Comics vorstellen. Ja. Mehr Comics. Dann würde ich noch einen weiteren Preisträger aus Erlangen, den ich mir so in der Nachbereitung gegönnt habe, besorgen. Und zwar ist das die Kiesgrubennacht von Volker Reiche. Volker Reiche ist den meisten wahrscheinlich bekannt von seinem Strip Striss. Der, glaube ich, 8 Jahre lang in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lief. Also, wenn man die Zeichnung sieht, würde man sagen, den habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Da beschreibt er so
die Erlebnisse von so einem Büroangestellten mit seinem Neffen und mit seinem Chef und halt im täglichen Zeitungsformat. Und hier hat er sich jetzt was, ja, Autobiografisches rausgesucht. Also dazu muss man sagen, Volker Reiche ist, glaube ich, aus Polen geflohen mit seinen Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg, also vertrieben worden. Und diese Kindheit oder Teile dieser Kindheit beschreibt er jetzt darin. Nicht ganz unproblematisch. Er hat einen sehr gewalttätigen Vater, der war während der Nazi-Zeit Reporter für die Nazis, also hat auch ordentlich Propaganda gemacht. Und warum heißt das Ganze Kiesgruben nach? Ne? Über ihm schwirrt dauernd so ein bisschen das Thema. Also sein Vater hat immer so berichtet, er war mal bei einer Erschießung dabei und er geht's sehr, sehr oft die Frage, hat er sich daran beteiligt oder hat er sich nicht beteiligt? Ja, also, weil er auch, muss ganz klar sagen, überzeugter Nazi war und er verheimlicht das jetzt auch in keinster Weise, sondern stellt das Buch und das ist seine Prämisse so vor, wie seine Erinnerungen sind. Also er hat jetzt nicht gesagt, ich fange jetzt an, ich forsche jetzt nach. Wie war das mit meiner Familie? Wie war das mit meinem Vater? Sondern er will das darstellen, was in seinem Kopf ist. Ja? Und das hat er hier sehr schön umgesetzt, indem er erzählerische Passagen hat aus dieser Zeit, wie es ihm da ging und so weiter. Oder aber auch hat er Passagen dazwischen, wo er sich selber zeichnet, wie hier zum Beispiel, wo er in seinem Garten sitzt und den ganzen Band zeichnet. Und dazu kommt dann seine Katze mit dazu. Und die Katze, die hat er auch schon in diesen täglichen Strip auch mit reingezeichnet, mit dem hübschen Oberlippenbart. Das ist nämlich die Katze von dem Chef, von dem Angestellten von Chris eigentlich gewesen. Ja. Und auch zwischendurch hat er, was sehr beeindruckend ist, ein Gedicht seines Vaters aus seiner vollen Nazi-Zeit illustriert. Also er hat quasi die Worte seines Vaters genommen, voller Propaganda, und hat dann so ein bisschen illustriert, wie er das so assoziiert halt. Ne? Also er hat jetzt keine großartigen Nazi-Uniformen, sondern hat es halt so ein bisschen modernisiert mit Monstern, mit muskelbepackten Stereotypen, die dagegen kämpfen und so weiter und so fort. Ja. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Ich mag ja autobiografische Sachen sehr, sehr gern. Also gerade wenn der Zeichner selber sein eigenes Leben so ein bisschen darstellt. Und das hat er hier sehr, sehr gut gemacht. Also auch das sicherlich ein würdiger Preisträger, erschienen bei Surkamp, die in den letzten Jahren ja auch eine kleine, aber feine Anzahl von Graphic Novels rausgebracht haben. Surkamp macht eigentlich nur Graphic Novels. Ne? Also, ja. Ja. Kennt ihr den Stil? Habt ihr den Strip von ihm mal gesehen? Oder? Nur mir kommt es bekannt vor. Ja. Also den sieht man am meisten bei den Kinderfiguren oder sowas, so ähnlich sehen die Figuren in den Zeitungstrip halt auch aus. Ja. Also den Stil kennt man schon. Ja. Also ich geht von den Illustrationen vom Gedicht nicht, ja. Aber die restlichen mehr. Er geht halt auch recht schonungslos da mit seiner Familie und den Verhältnissen und so weiter da drin vor und hat aber immer wieder auch ruhige Passagen, wo er mit sich selbst kommuniziert und mit seinen, sag ich mal, Fantasietieren. Sieht manchmal etwas textlastig aus. Ja, ist definitiv. Also da liest man schon recht lange dran. Ja. Ja. Wäre das was ihr auch lesen würdet, oder? Also von der Thematik auf jeden Fall. Ich habe ja so was Ähnliches mal gemacht. Ja. Aber genau. Also von den Zeichen hier ist es halt nicht so mein Stil, aber ich würde es lesen. Also ich muss sagen, diese Triss-Zeichnungen haben mich am Anfang auch abgeschreckt. Da gab es auch immer von der FAZ selber diesen Band. Da gab es ja mal so eine FAZ-Comic-Sammlung mit diversen Einzelbänden von, was war da dabei, Dilbert und solche Sachen. Und ich habe mir dann trotzdem gekauft und fand eigentlich auch recht unterhaltsam, wenn man auf dieses tägliche Format irgendwie abfährt. Also es wäre jetzt optisch, war es jetzt was mich auch nicht sofort angesprochen hat. Wobei im Gegensatz zu diesen Zeitungsstrips sagen muss, das jetzt natürlich koloriert. Mhm. Ja, also das sieht schon ein bisschen anders aus als die Strist-Bücher zum Beispiel. Ja, man merkt den Comic-Strip-Charakter auf den Seiten deutlich, aber die Geschichte wird wahrscheinlich durchaus ganz gut damit transportiert. Ja. Steffen. Ich. Was hast du denn so gelesen? Ich habe
wieder mal wahnsinnig viel gelesen. Nee, ich habe eigentlich eins vergessen, was ich gerade aktuell lese. Das ist, oder was ich gerade noch so zu Ende lese, ist dieser Hawkeye-Monsterband. Mhm. Und der macht richtig Spaß. Der gefällt mir richtig gut. Der hat, schade, ich kann es jetzt hier nicht so zeigen, der hat halt relativ simple und simple Zeichnungen drin, also so ein bisschen, ja, wie sagt man denn, schematisiert auch zum Teil. Ja. Aber hat halt einen richtig, richtig tollen Ansatz drin, nämlich dass Clint Barton praktisch ein Privatleben auch führt. Und dieses Privatleben wird da drin wiedergegeben in diesem Band. Mhm. Natürlich gibt es da auch Action-Szenen und Sequenzen drin. Vor allem, wenn er mit einer russischen Mafia immer wieder in Verbindung kommt. Die in Adidas-Klamotten sich nur zeigt. Und sich ständig immer komplett nur Pro nennt. Und das macht einfach Spaß. Das ist so ein richtig erfrischendes Ding. Und wie gesagt, er hat so seine alltäglichen Schwierigkeiten. Und dann hinzu kommen halt noch so ein paar Geschichten abseits der Avengers jetzt. Er ist ja eigentlich auch ein Team der Avengers. Aber mit denen kommt er eigentlich weitestgehend kaum in Berührung in diesem Band. Und hat viel mehr Fälle zu lösen, die aus seinem privaten Umfeld entstehen. Ja, ja. Das ist keine typische Superhelden-Serie, sondern wirklich Hawker, er zieht im Prinzip in den Block. Und genau. Dann kommt dieses ganze soziale Umfeld mit dazu. Ja. Hm? Habe ich auf Tumblr Ausschnitte von gesehen, das ist sehr beliebt. Ja. Ja. Also der macht auch Spaß, also wenn ihr den Band mal, das nächste Mal bringe ich mal mit. Dann bitte, bitte. Würde ich mir gerne anschauen. Genau. Ja, dann vielleicht noch, soll ich gleich den zweiten hinterher oder? Wie du möchtest. Ja, auf geht's. Gut, dann habe ich mir noch zur Brust genommen Half-Past Danger. Hat sich jetzt angeboten, da ich letzte Woche in Irland war, da liest man dann ganz gern mal, was von dem Autor und Zeichner stammt, der aus dem Land kommt. Und das ist in diesem Fall auch so, das ist Stephen Mooney. Der hat es diesen kompletten Band fast in Alleinregie gemacht, also geschrieben, gezeichnet, geinkt. Und nur die Farben hat er letztlich dann ausgelagert an eine bekannte Jordi Belair. Es ist im Grunde eine klassische Abenteuergeschichte. Er macht auch keinen Hehl daraus, dass er Anleihen oder Inspirations gefunden hat bei Indiana Jones oder Jurassic Park. Und im Grunde ist es eine Abenteuergeschichte, die auf einer Insel spielt, wo ein Sondereinsatzteam, kann man sagen, bestehend aus einem Iren und einem britischen Soldaten, meine ich, ist es, ne? Ja. Und einer britischen Agentin und noch einem asiatischen Nahkämpfer. Und Dinosaurier. Ja. Und dieses Team kommt halt auf diese Insel, auf der Eirich, so heißt die Hauptperson, oder so ist der Spitzname der Hauptperson, vorher schon mal war. Und das ist auch der Grund, weswegen er angeheuert wurde für dieses Team, weil er halt die Insel kennt. Ja. Und weil er sie da so ein bisschen durchbuxieren soll. Ja, und das große Ding dahinter ist halt, dass die Nazis versuchen mit den Dinosauriern, der erste Eindruck ist halt der, dass sie die Dinos als Waffen einsetzen wollen. Die klassische Geschichte Nazi auf Dinosaurier-Geschichte. Genau, ja. Aber riesige Roboter? Bitte? Riesige Roboter auch, oder? Nein. Nur die Dinos. Ja. Und Damen in Ländenschutz. Ja, in Cat Streets. Ja? Also okay. Man sieht einfach alles, und, was man immer haben wollte. Ja. Tatsächlich steckt aber ein bisschen mehr dahinter, als die dann als Waffe einzusetzen. Aber das kann man in dem Band erkunden. Vom Stil her sehr schön. Ja. Und ich muss sagen, der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil es halt so eine einfache, doch relativ einfach gehaltene Abenteuergeschichte ist. Was jetzt nicht abwertend sein soll, sondern... Pulp. Ja. Ja, Popcorn halt. Ja. Und das macht halt Spaß. Ja. Man schlägt die erste Seite. Nein, man schlägt mitten im Heft auf und man sieht einen Mann, der eine Dame in dem Arm hat, im Wasser, und er puncht ein Hai. Das ist super. Dann wird der Hai von einem Dinosaurier gefressen. Es ist großartig. Sag ich, Wahnsinn. Zu den Zeichnungen möchte ich dann die
die Zeichnerinnen mal was sagen lassen. Finde ich super. Also ich mag die Panels, ich mag den Aufbau. Mhm. Ich finde auch einige Entscheidungen, zum Beispiel hier, dieser, ich habe den Band jetzt nicht gelesen, aber ich schlage die Seite auf und dort ist eine Dame mit blonden Haaren und sie fällt einfach dadurch schön auf, dass sie auch ihre Pen, also ihre Outlines, anstatt sie schwarz zu machen, die Outlines der Haare eben leicht blond mhm. gemacht haben. Ja. Dadurch ist es, ja, es wirkt sehr schön stimmig und man hat immer so einen, der Charakter scheint richtig. Mhm. Ein paar dunkle Stellen und dunkle Seiten, super, mag ich. Also ja. Aufbaupanel, schön actionlastig. Sehr also, detailreich auch, ja. aber nicht zu überladen. Mhm. Ich sehe ja einige sehr, sehr schöne Seiten. Also actionlastig auf jeden Fall, kann er gut zeichnen, der Herr. Gute Bewegungsfluss drin. Genau. Gute Choreografie. Ja, das ist das Wort. Und auch Farbstimmung, richtig gut gemacht. Ja. Das sagt auch selbst, dass er halt... gibt es noch ein schönes... Oh, guck mal, hier hinten sind sogar noch Skizzen. Skizzen, yeah, Leute, Skizzen. Skizzen. Ja, also die... Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Softcover-Edition auch so drin ist. In der Hardcover-Version sind Skizzen. Ja, stiffen sich natürlich die super 50 Versionen hm. Hardcover-Version gegönnt hat. Ja. Ja. Nee, lohnt sich, sieht gut aus. Und, optisch sehr ansprechend. Auch über das Nachwort erfährt man halt noch so ein bisschen was über seine Arbeit daran, über seine Einflüsse und dass er ein großer Filmfan ist mhm. und dass er das dann auch in den Zeichnungen, dass er das mhm. halt da versucht ja. mit zu verarbeiten. Und man sollte es auf jeden Fall mit diesem Hintergedanken kaufen. Es ist auf jeden Fall eher ein Hommage-Comic. Das sieht man in jedem Strich, in jedem Pen. Und ja. Und man muss auch sagen, das ist auch über mehrere Jahre entstanden, weil er das halt auch neben normalen Auftragsarbeiten dann. Ja, wenn er das komplett selbst gemanagt hat, natürlich. Aber wie gesagt, sieht super aus. Kann man sich anschauen, das ist auf jeden Fall. Erschien im Dunny Books Verlag. Wie gesagt, auch als Softcover-Edition erhältlich. Der ist ja. So. Ja. Gut gemacht. Hm? Wer möchte weiter? Mehr! Gut, dann hätte ich noch zufällig was dabei. Und zwar ist das. Zufällig. Ist das zu meiner Überraschung eine neue Vertigo-Serie. Mhm. Vertigo wird ja von DC momentan ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil sie viele Figuren aus dem Vertigo-Universum wieder zurück ins DC-Universum geholt haben. Kann mir jetzt geteilter Meinung dazu sein, ob. Ob das Hellblazer unbedingt im DC-Universum stattfinden muss oder hätte es lieber ins etwas dunklere Vertigo-Universum kommen sollen. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier Hindekind oder wie immer man das aussprechen mag, ist eine neue Serie von Ian Edgington und Francesco Trifogli. Und wenn man das so zu lesen beginnt, dann startet es als typische Endzeitgeschichte. Ja. Also, was wir auch schon sehr oft gesehen haben, wir sehen eine Version von New York. Die überwuchert mit Pflanzen. Wir haben das Ganze schon unter Wasser stehend gesehen. Ja. Wir haben das Ganze schon komplett zertrümmert gesehen, wie in DMZ zum Beispiel. New York immer beliebte Kulisse. Was sind das für Tiere? Flamingos. Auch gerade gefragt. Genau. Flamingos. Genau. Flamingos. Genau. Ihr kennt es doch. Ja. Und es beginnt dann. Habe ich mir schon gedacht, okay, mit Endzeitgeschichten finde ich eigentlich immer ganz gut, aber so kreativ ist es nicht. Dann kommen so die ersten Szenen, wo dann innerhalb von New York dann wird dann einfach mal ein Zebra gejagt. Ne? So ein bisschen wie bei Iron Legend. Ja. Ja. Weil der Zoo wurde ja auch irgendwann geplündert und dann gibt es dann eine Reihe und dann denkst du, oh, du weißt schon ziemlich genau, wie das Ganze jetzt weitergehen wird. Speziell, wenn wir sehen, dass eine junge Dame mit einem Bogen um die Ecke kommt. Ist ja auch nicht ne, mit in Begleitung eines jungen Herrn, dann sind wir schon fast bei die Tribute von Panem. Ja, also man denkt eigentlich, okay, die Geschichte kann ich mir schon so ungefähr vorstellen, wie das wird. Es entwickelt sich auch so ein bisschen, sie beschließen, naja, in New York ist ja vielleicht ganz schön, aber wir wollen mal gucken, was außerhalb der Stadt ist, zumal sie auch einen Funkspruch auffangen. Und es kommt dann dazu, dass unterschiedliche Teams die Stadt verlassen. Oh. Und dann in die Welt außen auch vordringen. Und das ist dann ohne zu spoilern, ein ziemlicher Cut. Ja? Also man sieht schon an den Cover vorne, ist übrigens auch von demjenigen, der die Fables-Cover gemacht hat, so eine Zeichnung, wo sich bei genauerem Betrachten eine Mischung zwischen Löwe und Tiger drauf befindet. Und man denkt, okay, Mutanten draußen, auch das haben wir schon tausendmal gesehen.
Aber auch das ist es nicht, sondern es ist eher so, dass die Menschheit ja dezimiert wurde, also so wie wir sie kennen, sind nur noch wenige übrig. Was allerdings wieder aus dem Untergrund herausgekrochen ist, sind Sagenfiguren. Mhm. Ja? Also wir erleben Zentauren, wir erleben Oger, Orks, Goblins, Elfen. Ja, und jetzt kann man natürlich schon wieder in Richtung gehen, hey, so ähnlich wie bei Fables mit den Märchenfiguren. Und da ist es vielleicht relativ nah dran, obwohl es da so beschrieben wird, dass die Figuren halt in den Untergrund gegangen sind und durch die Katastrophe halt wieder nach draußen gekommen sind und gucken wollen, was sie jetzt so mit dem Rest der Menschheit, der sie irgendwann mal zurückgedrängt hat, gemacht hat. Ja. Bei dem bin ich mir unschlüssig, ob ich es richtig gut finde oder nicht. Also da muss ich mal den nächsten Band abwarten. Hier war jetzt noch nicht so wirklich viel dabei, was mich jetzt überrascht hat. Und so hundertprozentig sind die Zeichnungen auch nicht meins. Also da, ich kann es nicht genau deklarieren, was mich so ein bisschen stört. Das ist die Schraffur, ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen unstetig. Also ja. Die Charaktere sehen sich manchmal von Panel zu Panel nicht wirklich ähnlich. Ja. Und bei einigen war ich schon sehr überrascht, dass es dann doch eine andere Person sein soll. Mhm. So ein paar sehen sich zu sehr ähnlich. Ja, und einige sehen aus, als ob sie vom Foto abgezeichnet sind. Was ja viele machen und was auch in Ordnung ist, aber man sollte es halt nicht am Ende so aussehen lassen. also einiges sieht leider eher... Deswegen sind dann auch einige Panels komisch, weil sie es dann nicht abzeichnen konnten. Und da merkt man das halt... Ja, ganz schön krass. Man merkt, dass wir hier in der Redaktion sitzen. Ja. Also es fehlt, also ich finde es nicht schlecht. Es ist durchaus eine interessante Serie, die man sich, wenn man das Szenario mag, reinziehen kann. Aber es ist noch nicht so der Funke übergesprungen, dass ich sage, wie bei Fables, wie bei DMZ, wie bei Why the Last Man, es flasht mich komplett. Ja, vor allem, das sind ja schon 6 Hefte jetzt, ne? Das sind ja immer 5 Hefte. Was man dazu sagen, Vertigo macht es jetzt auch so wie Image Comics, dass sie das erste Trade relativ günstig rausholen. Also das kriegt man dann für 7,30 € oder sowas umgerechnet. Also die typischen 9,99 € für 5 Hefte. Und das ist eigentlich, da kann man nie irgendwas falsch machen, wenn man sich so einen ersten Band holt, um mal in eine Serie reinzuschnuppern. Also dafür kann man es mitnehmen. Ich werde trotzdem dranbleiben. Nach dem nächsten Band entscheiden, ob ich das weiter dann durchziehe oder nicht. Also einen haben sie noch gut. Dann gucken wir mal weiter, wie diese Fabelwelt sich weiterentwickelt. Sehr gut. Feedback. Der Peter hat uns eine E-Mail geschrieben. Zum einen hat er am Gewinnspiel teilgenommen und zum anderen hat er uns noch ein bisschen was von sich erzählt. Die Uni wollte das mal so ein bisschen zusammenfassen. Ich werde einen Teil daraus vorlesen. So. Es ist recht lang. Danke für das viele Feedback und auch das Vorstellen von dir als Person. Fand ich sehr interessant. Ich lese jetzt einfach mal Stellen vor. Zitat. Gerade habe ich übrigens die alten 80er Marvel vs. DC Sachen gelesen, die seinerzeit bei Dino erschienen sind. Aber ich muss zugeben, dass es teilweise etwas anstrengend war. Außerdem habe ich den Zwang, alles zu kaufen, wo Mark Miller draufsteht, kann ich verstehen. Deinem Podcast immer wieder geäußertes Problem, dass man immer zu wenig Zeit hat und dass der Lesestapel wächst, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist das Problem vieler Comicleser. Aktuell bin ich übrigens total begeistert vom Film Guardians of the Galaxy. Würde mich freuen, wenn ihr das mal bei Zeiten etwas berichten würdet. Haben wir heute gemacht. Passt also super. Abhaken. Auf euren Podcast bin ich vor etwa einem Jahr aufmerksam geworden. Meine Frau und ich waren gerade umgezogen und ich stand vor der Herausforderung, meine Actionfiguren und Comicsammlungen auszupacken und wieder aufzubauen. Das ist immer die schönste Sache. Dazu habe ich etwas passende Unterhaltung im iTunes Store gesucht und ein paar Podcasts mit Comicbezug heruntergeladen. Wow. Ohne jetzt andere Formate dissen zu wollen, wart ihr die einzigen, die mich direkt angesprochen haben und bei dem ich bis heute dabei geblieben bin. Während andere Podcasts oft zu bemüht wirken und unlocker klingen, weil letztendlich zu einem ziemlich anstrengenden Hörerlebnis führt, haut ihr mal ebenso für eine geschmackliche Mischung. Eine ideale Mischung aus fachlichen und Unterhaltung raus. Selbst die chaotischen Parts, in eurem Podcast,
Finde ich immer grundsympathisch. Ist schwer zu erklären, merke ich gerade. Ach, schön. Freut mich. Er wollte, glaube ich, noch wissen, ob jemand von uns auch zur Comic-Action fährt. Ja. Und er vermisst den Sepp. Ja, aber er sagt auch, dass ich eine tolle Ersatzkandidatin bin. Ja. Ja, Comic-Action werde ich wahrscheinlich sein. Ich weiß noch nicht genau, wie es mit dem Comic-Cookie wird. Also wie Comic-Cookie-haft ich da sein werde. Ja, aber ich habe einen Button an, also vielleicht erkennt man mich. Ja, und ich werde auf sehr wahrscheinlich auch da sein, mal wieder, seit längerem. Und natürlich wird man mich auch in irgendeiner Form erkennen. Aber ich werde sehr wahrscheinlich nur am Samstag oder vielleicht nochmal am Sonntag da sein. Aber ich denke, du hast das Aufnahmegerät dabei. Ja. Und falls jemand Teil dieses Podcasts werden möchte. Ihr habt gehört, das geht. Das geht super. Ja. Einfach den Steffen ansprechen. Und man erkennt mich schon irgendwie. Schreibt ihn entweder vorher an, aber es könnte durchaus sein, dass der Steffen seine Kopfhörer um den Hals hängen hat. Genau. Habe ich nämlich in Erlangen auch gemacht und das ist eigentlich schon ein recht gutes Erkennungszeichen. So ist es. Dann hatten wir noch Feedback über Twitter. Da muss ich gerade mal gucken, was das war. Auch der Tiberius Tarande. Ja, ein Freund von uns und auch ein alter Stammhörer und selbst Comic-Podcaster. Ich schließe mich den Heugabel tragenden Mob an und verlange den Rücktritt vom Rücktritt. Der Sepp darf at Comic-Cookies nicht verlassen. Schreibt aber gleich hinterher. Freue mich aber trotzdem auf den Neuzugang bei Comic-Cookies und mit einem weinenden und lachenden Auge, Ohr, ihr versteht schon. Oh. Und das ist dein Spezi hier. Mein Spezi, ne? Kevin, der so. Kevin, alter Kevin. Der Kevin Dreher hat geschrieben, Sepp forever. Ja. Okay. Aber wie wir ja schon häufiger gesagt haben, auch wenn es jetzt noch nicht geklappt hat, aber den Sepp werden wir bei Gelegenheit. Wenn ich mal wieder in der Nähe von Mainz bin, werde ich ihm mal wieder das Mikrofon vor die Nase halten. Der Sepp schreibt uns zwischendurch immer und hat die ein oder andere Vorstellung, die wir machen sollen, aber es ist sehr, sehr schwierig, was vorzustellen, was man nicht selber gelesen hat. Also er schreibt, das und das muss unbedingt erwähnt werden. Jetzt war er zum Beispiel bei Fables 21. So, bei Fables lese ich die Deluxe-Ausgabe und da bin ich noch von 21 Meilen weit entfernt. Was soll ich dazu sagen? Das ist halt schwierig. Deswegen wird er bei Gelegenheit nochmal das Mikrofon vor die Nase gehalten bekommen. Ja. Und ihr müsst ihm nachsehen. Offenbach hat ihn halt sehr traumatisiert, diese Reisen, die er hierher geschafft hat. Also das verstehe ich auch nicht. Wie hat er das denn gemacht? Er ist ja der Low-Tech-Sepp und hat sich dieser Stadt ohne Navigationsgerät zum Beispiel. Das ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Und ruft da irgendjemand an und sagt, ich stehe hier an der Kreuzung und da ist eine Ampel. Wie komme ich denn jetzt zu dir, Steffen? Noch schöner ist dann immer die Beschreibung, da ist ein Dönerladen. Ja. Sehr schön. Ah, da weiß ich ganz genau, wo du gerade bist. Ja, den einen Dönerladen, den kennt ihr an der einen Kreuzung mit der Ampel. Also wenn es verbrannt riecht, könnte man Rückschlüsse ziehen, wo es herkommt. Oh, Tiefschläge. Oh, das lässt dich nicht lockern, ne? Nee, also es war traumatisch. Ja. Das tut mir so leid. Also für mich ist es auch sehr anstrengend, ja. Das ist also wie gesagt, ich will ja nicht den Sepp ersetzen, sondern ich bin einfach nur so da. Genau. Würdest du auch mitmachen, wenn der Sepp da wäre. Genau. So sieht es nämlich aus. Dann würden die sich gegenseitig hier mangamäßig. Oh ja. Das ist ja irgendwie nochmal zustande gekommen. Weil der Sepp auch immer so abstruse Sachen vorgestellt hat. Ne? Ja, der könnte sich in meinen Comic-Regal. Kleine Chi und sowas stellt er vor. Kleine Katze. Kleine Katze. Bitte. Was weiß ich. Ja, frag doch mal die Spezialisten. Ja, oder was war das? Ignaz und Crazy Cat. Ja, Crazy Cat. Aber es gab auch schon, gab es da nicht auch Reaktionen dazu, dass ich es gut fand, dass Sepp Crazy Cat gefeatured hat? Das war letztes Mal, glaube ich, ne? Also Crazy Cat ist, Special Interest. Ist, bekannt. Ja. Dann hatten wir ja ein Gewinnspiel beim letzten Mal. Das kann mir jetzt der Sepp doch, der Sepp kann mir das doch jetzt bestimmt mal beantworten, wenn er denn da wäre. Aber das kannst du vielleicht auch machen. Für was steht denn Shazam? Shazam. Ja, der Name von dem Superhelden Shazam. Ach so, ich dachte, die Comic an von Wiki. Nee. Mit SH. Ach so. Ich höre immer noch. Ach, du isst. Ja, alle voll bestellt, ich glaube, Essen. Nom, nom, nom. Mit Salomon, ne?
Ja, Salomon, Herkules, Atlas, Zeus, Achilles und Merkur. Dafür steht ja. Ja, das weiß ja jeder. Natürlich. Mhm. Ne? Und das Trivialwissen. Das wussten Leute und die haben hier mitgemacht. Hey, das erste Geiste. Gewinnspiel, was man nicht zweimal anschieben muss. Und deswegen müssen wir das auch diesmal auslosen. Mhm. Wollen wir das gleich live machen oder wollen wir das im Anschluss machen? Machen wir das live? Ja, schmeißen wir den live? Comic dann auch gleich in den Post. Ihr seht, der Steffen ist super vorbereitet. Immer. Soll ich einfach auf einen Namen tippen? So kann man es auch machen. Wir haben einen Random-Generator jetzt eingeschaltet. Das sag mal ich. 1, 2 oder 3. Ach, wie viel haben wir? 3 Antworten. Moment, ich zähle in meinem Kopf durch. Einer sagt Stopp. Zuerst soll ich Stopp sagen. Ja. Moment, ich habe aber die... Der Random-Generator. Stopp. 2. Die 2. Und damit hat gewonnen derjenige, der die unheimlich lange E-Mail geschrieben hat. Nämlich der Peter. Das hat der Peter verdient. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich merke ich mir das jetzt so. Das können wir dir auch noch sagen. Was ich auch schön fand, der Peter hat auch noch gelobt, dass wir so viele verschiedene Comics vorstellen. Ja. Und er muss einfach nicht alles lesen. Das finde ich nämlich auch richtig toll. Einige von den Sachen, die jetzt vorgestellt wurden, würde ich nie lesen. Also nie aus dem Regal ziehen, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist doch schön, dann da einfach mal einen Einstieg und Einblick zu bekommen, was einfach im Comic-Bereich einfach los ist. Mhm. Auf jeden Fall. Und es ist auch manchmal überraschend, was man dann doch zwischendurch noch so findet halt. Ne? Also gerade selbst Manga-Eskapaden haben doch manchmal dann geführt, dass man sich damit noch ein bisschen näher beschäftigt hat. Ja? Mhm. Das weiß ich. Battle Royale oder so. Ja, so wäre ich sonst nicht drauf gekommen. Ja. Gut, Battle Royale hat ja auch dieses ganze Tribute von Panem überhaupt angestoßen. Mhm. Ja. Ja. Oder Billy Bat. Mhm. Das ganze Taniguchi-Kram mal irgendwann sein. Ja gut, aber das ist ja auch ein bisschen weiter, also naja, es ist mehr an europäischen Comic-Gewohnheiten, sag ich mal. Es ist mehr am franco-belgischen, sag ich mal. Ja, wie gesagt, die beeinflussen sich natürlich auch immer gegenseitig. Ja. Ja. Damit wir noch weiter tolle Comics entdecken können, müssen wir uns auch gegenseitig weiter welche vorstellen. Das stimmt. Das macht jetzt der Breedstorm mit dem nächsten weiter. Ja, franco-belgisch hatten heute zwar auch schon, aber ich habe hier mal wieder was vom Avant Verlag. Und zwar ist das eine Geschichte, die heißt Fluchttunnel nach West-Berlin. Ist überraschenderweise keine deutsche Geschichte, sondern eine französische von Olivier Jouvray und Nicolas Brachet. Und die haben sich eine Geschichte rausgesucht, basierend auf wahren Erlebnissen aus den sogenannten Fluchttunneln in Berlin. Mhm. Und haben relativ viel recherchiert über die Zeit, was man ganz klar an den Klamotten, an den Autos, an den Uniformen und so weiter findet. Und berichten die Geschichte eines gewissen Fluchts. Also es war im Prinzip so, die Mauer wurde gebaut und der Mensch ist ja erfinderisch. Also die Leute in abgekapselten Sektoren im Osten haben sich dann überlegt, wie kommen wir da rüber, springen wir über den Zaun, basteln wir uns einen Heißluftballon. In Berlin gab es aber sehr, sehr viele Tunnel. Sehr, sehr viele Fluchttunnel, sind auch Leute drin gestorben. Und hier ist die Geschichte von, haben sich einige Studenten, die damals sehr aktiv waren, angefangen, einen Fluchttunnel zu graben, weil einer von denen hatte nämlich noch eine Schwester und beziehungsweise seine ganze Familie drüben wohnen. Und diese Erlebnisse werden in dem Band beschrieben, ja. Mhm. Besuche, wie das an der Grenze zum Beispiel ablief, was für Schwierigkeiten sie hatten, diesen Tunnel zu bauen. Und ja, ist ein bisschen komisch, das aus einer französischen Sichtweise erzählt zu bekommen, weil wir in Deutschland ja recht viele Reportagen und sowas zu diesem Thema haben. Andererseits gibt es natürlich auch klassische US-amerikanische Filme wie die Geschichte mit dem Heißluftballon. Ich weiß nicht, wie das hieß, aber das war so ein Klassiker. Der Wind nach Osten. Ja. Also Klassiker der Fluchtgeschichten aus der DDR. Und wie gesagt, Avant macht ja fast ausschließlich französische Sachen. Und die sind meistens auch unterstützt von so einer französischen Kulturinitiative. Und so ist es auch bei dem Band gewesen. Und ist, denke ich mal, auch für eine Generation, die das vielleicht nicht so wirklich mitbekommen hat mit der Mauer beziehungsweise der innerdeutschen Grenze, eine schöne Sache. Es hat mich jetzt von den Charakteren nicht
ganz so gepackt. Was mich halt interessiert hat, war das Ganze drumherum. Also die ganzen Umstände, in denen die Leute zu leben hatten, das war schon sehr gut geschildert. Es ist auch eine kleine Liebesgeschichte drin. Natürlich, wie könnte es anders sein? Muss ja immer sein. Aber für mich hätte es das jetzt nicht gebraucht. Ja? Also, ob das jetzt erfunden ist oder nicht, sei dahingestellt. Ja? Wir haben ja schon öfters berichtet, dass Avant, glaube ich, auch Reprodukt, diese Fluchtgeschichten und DDR-basierende Geschichten rübergebracht haben. Und das reiht sich da sehr, sehr schön ein. Ist auch wieder ein Album im Hardcover-Format. Und wie man es kennt, in der Avant-typischen Qualität. Was ich kritisieren möchte an dem Band, ist, dass es keinerlei Zusatzinfos unterhält. Also ich hätte mir gewünscht, dass es dazu eine redaktionelle Aufbearbeitung kommt, dass da irgendwas hinzukommt. Na klar, die haben das französische Original gebracht, aber ich hätte gern zumindest mal zwei Seiten, einfach nur mal, wie war es wirklich, ein paar Bilder. Da hätte man einen hundertseitigen Anhang dran machen können zu diesem Thema. Mhm. Und das fehlt mir halt so ein bisschen. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben es nur rübergebracht und so weiter und so fort. Aber das hätte das Ganze noch schön abgerundet. Ja? Mhm. Also Zeichnungen sind natürlich recht realistisch gehalten, schön schraffiert. Das passt zum Thema, gar keine Frage. Aber dass keinen Anhang gibt, das finde ich ein bisschen schade in dem Zusammenhang. Mhm. Trotzdem gut investierte 19,95 €. Mhm. Hardcover, Großformat. Genau. Mhm. Mhm. Haben sogar hier hinten eine schöne Flasche Berliner Kindle, haben sich angeguckt. Ja. Also es passt. Also für mich, sage ich jetzt mal, haben sie jetzt nicht nur irgendwelche Klischees rübergebracht, wie man es viel aus Superhelden-Comics kennt, ne? Mit Schweinhund und irgendwelchen schlecht eingedeutschten Sachen, sondern sie haben die Klamotten recht neutral gehalten, dass man nicht glaubt, das ist jetzt einfach nur die Klamotten der Jetztzeit und spielt halt damals, sondern es passt alles wirklich ganz gut. Ja? Also es ist schon ein stimmiger Band. Mhm. Cool. Genau. Ich will noch was vorstellen, das ist zwar ein bisschen älter, ich glaube, alles, was ich jetzt vorstelle, ist ein bisschen älter. Wir hatten das letzte Mal drüber geredet, dass es eben nicht nur Mangas gibt, sondern auch Manhwas. Das sind eben Mangas aus Korea. Und da bin ich ein riesen Fan von, denn die haben einfach immer mal wieder was ganz Neues, also was anderes im Manga-Bereich. Und wer es sich vorstellen möchte, ist Ran Bungo Ran. Das ist von Byung. Es wird unten stehen, ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, es tut mir leid. Wie heißt der nochmal? Du kannst es nachlesen, wenn du möchtest. Ja, hätte ich jetzt genauso. Ist das ein One-Shot? Ja, das ist ein One-Shot. Er macht häufiger One-Shots, ich habe noch einen anderen One-Shot von ihm da, der ist allerdings nur auf Englisch erschienen. Und der Zeichner macht öfters mal gerne einfach Aquarelle in seine Comics. Mhm. Und es ist einfach wunderschön. Und er arbeitet eben die südkoreanische Alltagsleben auf. Also man kennt ja einige Comics tatsächlich aus Nordkorea, was ja immer diese sehr katastrophalen Zustände und dabei aus Südkorea kennt man da immer wenig. Mhm. Und Ran Bungo Ran geht es um eine Frau, die ihren Mann sucht, der in die Stadt gegangen ist, um dort Geld zu verdienen. Und natürlich, sie hat ihren kleinen Sohn dabei und im Laufe der Geschichte stellt die Frau natürlich und auch der Leser fest, dass der Mann sie wahrscheinlich schon lange verlassen hat. Mhm. Und das Schöne ist also, Bungo ist halt der kleine Junge und der erfährt das eben nicht. Also der ist einfach sehr begeistert von dieser großen Stadt, in der er zum allerersten Mal ist und in der er sich umgucken kann und was er ganz neu und spannend findet. Die einzigen, die den beiden dann auch helfen, sind zwei Obdachlose, also ein älterer Mann, der mit seiner ganz kleinen Tochter dort als Obdachlose auf der Straße von Seoul, glaube ich, lebt. Und die helfen ihr eben, diesen verschollenen Ehemann zu finden oder auch nicht zu finden. Es gibt einen schönen Twist, den möchte ich nicht vorwegnehmen. Also wenn man sich den mal anschauen möchte, muss man gerade gucken, der ist auch, glaube ich, bei Egmont erschienen.
hat einen Adult-Marker, weil es schon ein bisschen heftiger wird. Kostet 15 Euro. Müsste man immer noch kriegen können. Wie gesagt, wunderschön, teilweise eben schwarz-weiß, Hardcover, genau. Schwarz-weiß, aber eben auch Mitteldrei plötzlich Farbe. Also es ist sehr schön gemacht, also wirklich Aquarelle. Das sieht man immer sehr selten im Manga-Bereich. Und der Zeichner hat einfach immer sehr schöne Charaktere und kann auch, bringt Emotionen meistens sehr gut rüber. Was ich interessant finde, dass er teilweise wirklich sehr detaillierte Gesichter malt. Ja. Also ich will nicht sagen fotorealistisch, ja, aber schon, wo einzelne Barthaare erkennbar sind. Genau. Und dann hat er zwischendurch, wo man nur die Augen sieht, als Striche. Mhm. Das ist eben dieser Chibi. Das ist halt etwas, in dem Moment, wo man es nicht braucht, muss man es auch nicht zeichnen. Und die Emotion kommt ja auch durch ein paar Striche rüber. Also man sieht ja, wie... Also perplex oder erstaunt muss man nicht immer perfekt zeichnen. Was halt eben dann im Porträt oder in der Vorstellung des Charakters wichtig ist, dass man sieht, wie er wirklich eigentlich aussieht. Okay. Und mich mochte den unheimlich gerne, deswegen stelle ich ihn auch vor. Auch die Dialoge sind klasse, auch der Twist am Ende ist wirklich schön, deswegen. Und genau. Mhm. Und nur eine Frage, der Koreaner an sich. Der Koreaner an sich. Liest er von rechts nach links oder? Ja, die lesen wie wir. Die lesen? Genau. Das sind nur man die Japaner, die... Genau. Okay, weil die jetzt alle genau, quasi die, auf europäische Sichtweise eingeeicht genau, sind. Genau, ne? Die sind nicht gespiegelt, die sind so. Und ja. Macht sich doch positiv bemerkbar, wenn die Leute mal besetzt waren und Kolonialstaaten. Ne? Das ist schon mal... Genau. Also Manhwas werdet ihr auch öfters mal ein bisschen von mir hören. Ich lese recht viele Manhwa-Webtoons, weil das ist eine riesen Szene dort. Ja. Dort wird gar nicht, also es wird natürlich auch ein ganzer Haufen Comics gedruckt, aber in Korea, Südkorea sind eben die Webtoons gigantisch und die erfinden die krassesten Formate. Oh. Also solche Webtoons hast du hier in Deutschland einfach noch nie gelesen. Du hast komplette Webtoons, die nur darauf basieren, dass du scrollst, also ja. Die machen keine Seiten mehr, sondern die erzählen die Geschichte hardcore von oben. Einfach, du scrollst runter. Und du hast im Prinzip das Gefühl, du bist in einem unendlichen Comic gefangen. Manchmal bauen die auch Animationen rein. Genau. Richtig toll. Die machen sich richtig, also da ist der deutsche Webtoon an vielen Stellen noch sehr weit entfernt von. Was man sich auch wünscht, dass wenn ein Webcomic ist, dass das genau irgendwas anderes ist als in der gedruckten Form halt. Genau, also sie sind auch sehr weit davon entfernt, dass es dann später druckbar wird. Das Witzige ist, es gibt, da möchte ich jetzt, ich weiß, der Webtoon heißt, glaube ich, Cube und die japanische Adaption heißt Water irgendwas. Da wurde wirklich ein koreanischer Webtoon, der sehr erfolgreich war und undruckbar, weil er einfach eben dieses Runterscroll-Format hatte und die Panels sind einfach riesengroß oder winzig klein oder manchmal sind auf einer, wenn es eben spannend oder also dann sind einfach gar keine Panels da, sondern man scrollt einfach durch weiß oder durch Punkte oder durch Soundwords. Undruckbar. Und dann haben eben die Japaner sich diesen Comic, der um eine Schwimmklasse sich handelt, also auch wunderschön gemacht, eben mit dem Schwimmen und Wasser und wenn man eintaucht, taucht man dann wirklich ins Wasser und man scrollt durch das Wasser, es ist wunderschön. Die haben das dann eben versucht nachzuzeichnen in einer druckbaren Variante, ich finde es ganz scheußlich, ist aber sehr erfolgreich. Sieht jetzt aus wie Golden Boy wahrscheinlich, ne? Nicht ganz, aber es ist halt sehr kitschig geworden, denn die Webtoons sind wirklich dafür da, die nehmen auch mal Charaktere, die du so nicht drucken würdest. Ja. Auch mal einfach Designs, sehr asiatisch auch, was ja im Manga ganz häufig durch die riesigen Augen einfach weggemacht wird. Also der asiatische Gesichtsausdruck, der ist ja einfach verschwunden, sondern es sind einfach nur noch diese typischen Riesenaugen. Das sind dann halt nicht, sondern man hat wirklich das Gefühl, dass man da tatsächlich Koreaner dabei beobachtet, eine koreanische Geschichte zu erleben und nicht dieses Salem-Proportionen da drin erkennt. Obwohl ich jetzt sage, Sailor Moon ist natürlich auch sehr ästhetisch und sehr schön. Ja. Wenn sich das irgendwie niedermachen, ich will nur sagen, dass es immer wieder sehr seltsam ist, dass zum Beispiel auch, was man auf Tumblr häufig liest, ja, in Mangas, da sind ja alle weiß. Und nein, in Mangas sind eigentlich alle Asiaten. Ja. Und das ist halt so vom Design der Gesichter oft nicht ganz zu erkennen. Und das ist auf jeden Fall auch hier bei Rangoon Buran, finde ich es auch, dass man ganz häufig erkennt, dass es sich tatsächlich um Asiaten handelt und dass man dort nicht einen generischen
Menschen, also nicht generisch, ich meine mehr Serben als es Europäer gibt, aber einfach so vom Design her, man weiß einfach, dass es spielt in Korea, das sind Koreaner, die das erleben müssen, keine können nicht plötzlich Deutsche sein oder x-beliebige an. Das finde ich halt ganz gut. Aber es ist ja bei Webcomic häufig so, dass die unkonventioneller erzählen können, weil keine Kosten dahinter stecken, weil kein Verlag sagt, das muss markttauglich sein, sondern der Zeichner möchte diese Geschichte erzählen und dann kann er diese Geschichte erzählen und hat eine Plattform dafür. Ja. Und ich finde, das macht das Web auch wirklich was, was man die Augen offen halten sollte, weil da gibt es viele sehr gute Comics auch zu entdecken. Ja. Da gibt es Schwächen, aber es gibt auch viele Geschichten, die man sonst so gar nicht lesen würde. Oft, glaube ich, zeichnerisch gibt es oft manchmal so Tiefpunkte, aber wirklich von Storys, sind dann wahre Goldstücke, wo man sagt, okay, jetzt brauchen wir noch jemand, der das richtig geil umsetzen kann, oder der Zeichner muss jetzt, braucht noch 10 Jahre, der kann das richtig gut zeichnen, und dann, also wirklich so kleine Goldstücke finden da auf jeden Fall. Mhm. Genau. Das ist halt. Magst du noch? Mehr. Einen habe ich noch. Ist auch was Älteres. Und zwar ist es Frank Millers Holy Terror, was, wie soll ich sagen, durch das aktuelle politische Geschehen natürlich vielleicht einen gewissen Aufwind erlebt. Bei mir war es einfach, ich hatte relativ frühzeitig gehört, dass es weniger prickelnd sein soll, wie viele Sachen, die Frank Miller in seinen letzten Schaffensjahren mal so gemacht hat. Mhm. Deswegen habe ich einfach gewartet, bis der Preis einigermaßen gesunken ist und habe es mir günstig bei eBay geschossen. Weil der Band kostet an sich in der deutschen Version von Panini 29,95 und das bin ich noch eher selten gewillt, für was auszugeben, was wahrscheinlich eher nicht so gut ist. Aber ich wollte mir trotzdem mal mein eigenes Bild machen. Das war eine Geschichte, die Frank Miller ursprünglich für DC geschaffen hat. Mhm. Wo DC dann aber gesagt hat, das bringen wir glaube ich nicht. Und eigentlich war es mal eine Batman-Geschichte. Frank Miller hat sich jetzt ganz einfach gemacht. Er hat bei der Figur, die Batman mal gewesen ist, einfach mal angefangen, die Ohren weg zu retuschieren. Und hat dann gesagt, das ist nicht Batman, das ist der Richter. Und hat dann gesagt, das ist nicht Catwoman, sondern ich glaube die Katze. Ja. Oh mein Gott. Wirklich einfach die Ohren abgeschnitten. So ungefähr. Das Symbol weggemacht und hat das Ganze dann bei Legendary Comics rausgebracht. Hätte ich auch gemacht, wenn ich so viele Seiten gezeichnet hätte. Also, wobei man natürlich zu den Verzeichnungen von Frank Miller, er hat uns ja wirklich großartige Sachen gebracht, wie Sin City, Dark Knight Returns, das Medium oder, sag ich mal, die Superhelden-Comics auch für Ewigkeiten beeinflusst haben. Aber er hat auch Sachen gebracht, wo man sich fragt, was hat er eigentlich genommen, als er das Ganze gemacht hat. Ja, also wie hat er zwei Teile Dark Knight, nach Dark Knight? Ach so, ja. Ja, egal. Auf jeden Fall merkt man das halt hier sehr, sehr deutlich, dass es halt schon irgendwie Batman sein soll und dass es natürlich auch Catwoman sein soll. Und es gibt die obligatorische Anfangskampfszene, wo die aufeinandertreffen, die natürlich in einer romantischen Szene endet. Das Ganze wird aber dann relativ unsanft durchbrochen, weil sich nämlich ein paar Terroristen mit Turbanen entschlossen haben, mal ein Nagelbombenattentat zu machen. Und in dieser Stadt, die natürlich eigentlich Gotham City ist, aber auch die wurde umbenannt, haben diese Herrschaften dann beschlossen. In Gotham City, oder? Haben auch diese Herrschaften dann mal beschlossen, sie machen da was dran, ja, oder sprengen einfach mal was in die Luft. Das gefällt der Hauptfigur, die sich jetzt der Richter nennt, natürlich nicht. Und du willst auch nur den Namen nicht mehr sagen, ja, ein bisschen überpiepen, finde ich. Genau. Gut. Und es muss unbedingt was dagegen unternommen werden. Ah. Ja. Also es wird natürlich dann auch ein Angriff auf ein jüdisches Zentrum und so weiter gemacht. Und erschreckenderweise ist es aber so, dass wir verschiedene Bilder, die wir in dem Comic, als der rauskam, wo der sehr abgetan wurde mit den Worten, ja, also es wäre zu einseitig. Und also Frank Miller hat, glaube ich, mal gesagt, dass er irgendwas machen wollte nach dem 11. September, um sich da Luft zu machen. Ne? Okay. Und dass er das nicht begreifen konnte, was da passiert ist und so weiter. Aber hier sind, muss man jetzt sagen, Bilder drin, wie wir sie jetzt auch täglich in den Nachrichten sehen, ja, dass irgendwer beschließt, irgendwen einfach mal zu köpfen. Ja, das hat Frank Miller vor ein paar Jahren halt schon
gezeichnet und da die übliche Superhelden-Rache-Geschichte drumherum gespickt. Ja, also da war jetzt wirklich kaum was Überraschendes drin. Und ja, man wirft ihm ja immer so eine gewisse Redneck-Attitüde vor. Und ja, die ist hier drin definitiv bestätigt. Er hatte ja auch Seiten drin, wo er einfach mal die politischen Kontrahenten einfach mal seitenweise auch abzeichnet, kommentarlos nebeneinander geschnitten. Also wir haben hier natürlich Obama irgendwie auch drin, aber dann ist auch der Ahmadinejad ist zum Beispiel drin und andere Diktatoren, die mittlerweile schon längst umgebracht wurden im arabischen Frühling. Ja. Und ja, also es taucht auch ein jüdischer Superheld zufälligerweise mit drin auf, der den Davidstern in seinem Gesicht trägt. Und ja, es ist ein bisschen abstrus und ja, also wäre es nicht gerade wieder hochgradig aktuell, würde man das wahrscheinlich wirklich abtun, als das ist eine von Frank Millers Fieberträumen, die er in letzter Zeit gehabt hat. Also ich gebe den gerne mal rum. Hier mal, damit wieder der künstlerische Aspekt mal so beleuchtet wird. Das ist hervorragend, ja. Weil es ist auf jeden Fall bildgewaltig. Stefan und ich nicht so freudig sind im Bezeichnen von Stilen. Ja. Es ist der, also bildgewaltig, gewaltig. Das ist halt Frank Miller durch und durch. Ja. Man kann sich fast jede Seite rausnehmen und das Poster an die Wand hängen. Es ist, wenn man sowas haben möchte, starker Schattenschnitt, super Sache das. Oh Gott. Ja gut. Oh, es wird pink. Das ist ja interessant. Da beißt es sich mit dem Rot. Ja, aber hallo. Ja, wir haben wahrscheinlich die einzige seltsame, aber wirklich dieses Abschneiden der Öhrchen beim Superman, beim Batman ist ja echt hardcore. ja, ich denke mal, es ist sehr pathetisch. So ein bisschen fühlt es sich auch an. Oh, es gibt grün. Ja. Also, ja, und immer wieder der Nagel, weil wohl Nagelattentat ist. Das Nagel ist ein sehr schönes. Nagelbombe, gell? Sehr schönes. Oh, guck mal, hier ist doch auch der, wie heißt er denn? Gordon, oder? Genau, Gordon. Interessant. Hat hier keine grauen Haare, sondern schwarze Haare. Ja. Also, der hat sich schon ordentlich Mühe gegeben, dass man das halt nicht. Also, diese Splash-Pages mit den. Mit dem Kampf zwischen dem Betsy und der Katze da. Die sind schon leicht Bondage, Sadomaso-mäßig ist. Ja, aber schon ziemlich arschgeil. Ja. Wie gesagt, Poster top, wahrscheinlich Story nicht. Ja, es ist halt wirklich, ist es ein Klischee, was er da bespricht? Oder ist es jetzt halt wirklich was wir jetzt tagtäglich in Nachrichten sehen? Ja, also wie gesagt, wenn es Teile gibt, wo Köpfe von Journalisten hochgehalten werden, nicht nur von. Ja, aber das ist halt auch in Amerika. Das soll in Amerika spielen. Ich hatte es mir eigentlich auch so vorgestellt, dass er dann dem Wurzel dann den Übel auch an die Wurzel dran geht. Offensichtlich nicht. Und es spielt komplett in dieser Stadt. Ja, das ist halt genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich promoten sollte, denn das Problem ist ja wirklich, dass der den arabischstämmigen Bevölkerung in den USA jetzt schon schlecht genug geht und da muss man nicht auch noch einen Comic machen, der das anstachelt. Ja. Denn die meisten davon haben überhaupt nichts mit dem 11. September zu tun und ein bisschen schwierig. Das ist ja eine Tradition in Amerika, dass man den Leuten, die im Land wohnen, wo der restliche Teil irgendwie Kriegsgegner sind, dass denen nicht so gut geht. Wir hatten es auch im Zweiten Weltkrieg, da wurden die Asiaten einfach mal in Lager gesperrt, ne? Zur Sicherheit schon mal. Genau. Ne? Also, das würden die gerne auch heute machen. Ja, also es wird immer gern beschrieben, wie die Amerikaner hier die Welt gerettet haben, aber das ist zu Hause nicht immer direkt alles so lief. Ja. Also diese Kampfszene ist schon sehr nice. Soll ich dir das mal hier lassen? Nein, danke, aber so zum Poster, Angucken. Ja, gesagt, das kann man. Also Frank Miller das ist für die Schimmel, Augen eigentlich. Also es ist nicht so ein Absturz wie in der zweiten größeren Batman-Geschichte, die er gemacht hat, wo ich dann mal gesagt habe, okay, das hätte ich jetzt auch noch gerade aus Papier spielen können. Das ist hier hinten vor allem. Also hier hinten werden einige Sachen sehr kacke. Stark nach richtig geendet. Am Anfang denkst du, boah. Da hinten sind ein paar Seiten, da gibt's da wird's dann auf einmal, also ne, ich würde halt interessieren, wie arbeitet er? Ist er da wirklich am Zeichnen oder wie viel scannt er davon? Ne? Ja, also einiges wirkt echt sehr, wie ist das noch, nachgebaut. Ja. Also, er ist schon ziemlich
Also fürs Angucken auf jeden Fall, aber ich kann voll verstehen, dass du gewartet hast, dass es günstiger wird. Ja, sehr, ich würde sagen, sehr kontrovers. Ja. Würden uns natürlich auch dafür interessieren, sollte irgendjemand was gelesen haben von den Sachen, die wir vorgestellt haben. Gerade dadurch, dass jetzt ältere Sachen dabei waren, ist die Chance auch recht hoch, dass das schon andere. Schreibt uns eure Meinung oder schickt es uns gerne in irgendein Audioformat oder als Audioboot zu. Das ist, wir bringen das alles unter. Also wir sind da sehr interessiert an höhere Meinungen. Zu dem Thema kann ich übrigens sagen, dass ich jetzt endlich mal wahrgemacht habe, was ich mir schon lange vorgenommen habe. Ich habe sämtliche Podcasts, die ich höre, außer jetzt die ganz groß, die sowieso schon 300 Mal bewertet worden sind, bei iTunes einfach mal durchbewertet. Und ja, ich denke, das ist immer schön, wenn man Feedback hat, egal ob das jetzt bei iTunes ist oder auf der Podcast, wie heißt die Seite, wo das gehostet ist? Podcast.de, ne? Ja, podcast.de. Oder bei uns auf der Seite. Ja. Kann man sich ja auch ausdrücken. Genau. Da es freut man sich jedes Mal. Es gibt verschiedene Anlaufstellen, die haben wir auch immer schön aufgelistet. Genau. Also von daher. Was noch wichtig ist, was man nie vergessen darf, dadurch, dass wir uns immer gegenseitig Sachen vorstellen, hat nicht jeder immer alles gelesen. Das heißt, ganz häufig unsere Meinungen dazu sind die ersten Eindrücke. Wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, das, was jetzt die Uni gesagt hat, ist überhaupt nicht das, was aber stimmt. Das liegt einfach daran, ich habe eine Seite aufgeschlagen oder fünf oder zehn. Und wenn das eben der Eindruck ist, der rüberkommt, klar. Aber bitte verbessern, schreiben, sagen. Wir wollen hier ein gutes Programm abliefern und dass es euch Spaß macht. Genau. Und wenn ihr Anregungen habt, was wir machen sollen, worüber wir vielleicht mal uns austauschen können, immer nur her. Wenn euch auch auffällt, dass uns was durch die Lappen geht. Also wir machen ja wirklich Manga, wir machen Comic, wir machen Franco-Belgisch, wir machen Superhelden-Comics. Wenn ihr jetzt sagt, aber das fehlt noch, das wurde ja noch nie vorgestellt, dann schreibt das doch einfach und wir können es uns mal anschauen. Denn wir wissen einfach gar nicht, was es alles tausend Sachen draußen gibt. Mhm. Genau. Kann ich nichts mehr zutragen. Ist alles gesagt worden. Ich bedanke mich recht herzlich, oder wir bedanken uns recht herzlich bei der tatkräftigen Unterstützung heute. Hat Spaß gemacht. Das freut uns. Und wo ist der Hund? Da. Der schläft. Ist eingeschlafen. Eure letzten Worte. Unsere letzten Worte. Achso, die Weisheit fehlt. Die Weisheit. Ich habe noch gar keine Weisheit. Naja. Soll ich mal einmal wecken? Ich weiß nicht, da hat sich einfach nur drüben hingelegt. Okay. Egal. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jingle. Siehst du, es werden Jingles gefordert. Also ich muss ja sagen, ich bin durch diverse Jingles und Einspielungen auf diversen Podcasts bin ich vollkommen genervt, weil ich das gelegentlich auch beim Einschlafen höre. Und dann kommt und haut irgendein Sound rein. Also das muss es ja nicht laut machen. Ganz krass, ich habe mir so einen alten C64 8-Bit-Sound nochmal dazwischen gekloppt. Kling, klong, kling, kling, klong, kling, kling, klong, kling, kling. Und das dann permanent. Ja, ja. Und so, okay, dann machen wir weiter. Da, Comic Cookies. Wir machen dann lieber Einschlafmusik. Ja, okay. Wenn ihr wollt, dass der Steffen Jingles singt, schreibt. Genau, oder die Uni. Das will keiner. Okay. So, wunderschön. Bis im November. Horrido. Tschüss. Bye, bye. So, der Alban ist ja eigentlich für die Weisheit des Tages zuständig. Allerdings kann er nichts sagen, weil er Hunger hat. Und deswegen ist die Weisheit des Tages, Hunger ist stärker als die Weisheit. Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.